Herzlich willkommen in der Bundeskunsthalle in Bonn. Vielen Dank, dass Sie so pünktlich hier sind. Mein Name ist Johannes Büchs. Ich habe die große Ehre, Sie heute Abend durch diesen Talk zu begleiten. Ich glaube, das ein oder andere Gesicht könnte schon mal hier gewesen sein. Sie haben alle diese Karten bekommen, 0 und 1. Diejenigen, die schon mal bei uns waren, wissen, 1 steht für Ja, 0 steht für Nein. Ich würde gleich als erstes mal eine Abstimmung machen, nämlich zeigen Sie mal auf, ob Sie schon da waren. Waren Sie schon mal bei einer unserer Veranstaltungen, dann die 1 nach vorne. Oh je, so viel Wiederholungstäter, das ist ja unglaublich. Das heißt, wir müssen gar nicht so viel proben heute, das ist sehr gut und können eigentlich gleich loslegen. Das tun wir folgendermaßen. Bitte gucken Sie einmal nach links und nach rechts von sich. Und schauen Sie, ob derjenige oder diejenige, die neben Ihnen sitzt, ein Handy in der Hand hat. So, überall da, wo Sie ein Handy gesehen haben, heben Sie mal eine Karte, wenn Sie ein Handy gesehen haben. 1, 2, 3, no, lassen Sie öfter oben. Ja? Also, bei Ihnen war das der Fall. Wer von den beiden Herren hatte das Handy in der Hand? Der hier, ja. Was haben Sie gemacht eben noch? Jetzt gerade? Ja. Moment, ich brauche das Mikrofon einmal, das ist die 3. Ja? Ich hoffte auf Netz, ehrlich gesagt. Sie hofften auf Netz? Ja, ja. Wie ist Ihr Name? Björn Müller-Bohlen. Björn, komm noch mal mit, du bist mein Freiwilliger Nummer 1. Einen großen Applaus für Björn. Jo. Wo war noch ein Handy? Aufzeigen bitte. Jetzt macht bei der Stasi-Methode keiner mehr mit. Hier vorne, vor Ihnen. Sie haben nicht nur nach links und rechts geguckt, sondern, wie ist Ihr Name? Ich bin der Simon. Simon. Und Sie sind verpetzt worden von dem Hintermann. Seine Schuld. Sie sind mein Freiwilliger. Wie ist Ihr Name? Jens Ammann. Mitkommen, ja. So, sehr gut. Also, Björn habe ich verstanden, aber Ihr Name ist ein bisschen untergegangen. Jens Ammann. Jens und Björn. Kommen Sie bitte nach oben, Jens und Björn. Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet. Eigentlich brauche ich nur einen Freiwilligen. Sie müssen jetzt ein bisschen gegeneinander spielen. Wir möchten heute Abend möglichst viel Interaktion mit dem Publikum haben, deswegen sollen die warm werden mit den Karten. Und wir stellen jetzt 3 Fragen. Und damit es ein bisschen interessanter ist, dürfen Sie abschätzen, wie viel Prozent ungefähr 1 und 0 anzeigen. Ja? Die erste Frage wird sein, wer von den Herrschaften heute Abend benutzt normalerweise beim Autofahren ein Navigationsgerät? Ja? Ich hätte schon eine Zahl. Ja, eine Zahl? 75%. 75%? Hätte ich jetzt auch gesagt, darf ich ja nicht. Ne? Doch, darfst du, ja. Ja. Ja, 75. 75%. Aufzeigen. Ja, das ist, ich würde fast sagen, eine Punktlandung. Also da vergebe ich 2 Punkte, jeweils 1:1. Sehr gut. Nächste Frage. Wer von diesen Menschen würde sich in ein Auto setzen, das von einem Roboter gesteuert wird? Jetzt muss ich zuerst. Nein. Also ich glaube 15. 15%? Ich würde ein bisschen mehr sagen, vielleicht so 30. 30. Bitte zeigen Sie auf. Würden Sie sich in ein Auto setzen, das von einem Roboter gesteuert wird? Oh, also das ist eindeutig ein Punkt für Jens, nicht? Nein. Nein? Wieso? Doch, ne? Ja. Ist das nicht ein bisschen mehr? Es sind mehr. Okay, ja. Dann geht der Punkt hier hin, ja? Okay. Gut, wir sind uns einig. Also 2:1. Ich glaube, ich hatte 30, ne? Aber egal. Nee, dann war es doch näher bei Jens, ja? Ich bin bloß Björn. Ach, Björn, Entschuldigung. Hätte man doch einen intelligenten Helfer, der das nochmal... Ja. Das war Björn, das war Jens. Also, Björn, 2:1:1. Danke für die Korrektur. Ja. Jetzt, das ist die Entscheidungsfrage. Wer von diesen Menschen würde sich unter Umständen im Alter von einem Pflegeroboter pflegen lassen? Björn. Heute Abend vielleicht 12%? Nein, aber jetzt ganz ehrlich, wir stellen uns vor, wir kommen in eine Situation, wo wir Pflege brauchen und würde sich, das ist die Frage, welcher Prozentsatz hier von einem Pflegeroboter pflegen lassen? 25, sagt 25. Jens. Und Björn? Ich bleib drunter, 18. 18%. Gut, zeigen Sie auf, wer würde sich pflegen lassen von einem Pflegeroboter? Das sind definitiv 25 oder mehr Prozent. Das heißt 2:2. Entscheidungsfrage. Wer von diesen Herrschaften heute Abend benutzt schon eine App, um seine Körperfunktionen zu überprüfen?
Es geht um Herzschlag oder sowas, oder Schritte zählen, ja? Regelmäßig? Regelmäßig? Nein, ab und zu. Na, dann würde ich sagen 70. 70%, sagt Björn. Deutlich mehr. Deutlich mehr? Ja. Das Publikum ist ganz schön gemischt hier. Ist gemischt, ja. Also Björn sagt 70, Jens sagt mehr. Dann bitte, wer benutzt eine App, um seine Körperfunktionen zu... Oh, eindeutig Björn. Jens, es war ganz toll mit dir. Vielen Dank, großartigen Applaus. Schön. Danke. Halt, hier bleiben. Björn, du hast ja jetzt was gewonnen. Warst du beim letzten Mal schon da? Nein, ich war noch nicht da. Ah, gut. Beim letzten Mal hatten wir so eine nordkoreanische Parteitagsstimmung hier. Das lag daran, dass das Publikum vorher etwas aufgewärmt wurde, dass es die, das ZK im richtigen Modus begrüßt hat. Und das möchte ich heute auch einmal probieren. Du musst dir vorstellen, du bist Diskutant und die müssen auf Befehl ausrasten. Ja, gut. Positionier dich da einmal da unten hin. Wenn ich sage, Björn, bitte auf die Bühne, dann kommst du. Und für Sie heißt es jetzt, so überschwänglich und spontan, wie es nur irgendwie geht, diesen virtuellen Diskutanten zu begrüßen. Bitte begrüßen Sie mit mir auf der Bühne unseren ersten Diskutanten, Björn. Stopp, stopp, stopp. Also in Nordkorea. Nee, nochmal. Also ich fand's gut. Na, ja, Björn, das kann sein, aber die können das besser, das weiß ich. Also ich möchte jetzt so alles, was geht, ja? Bitte begrüßen Sie mit mir unseren ersten Diskutanten, Björn! Großartig, Björn, vielen Dank, das war ganz toll. Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt können wir anfangen. Wir werden auf dich zurückkommen, Björn. Dankeschön. Ein Applaus für Björn, einen ehrlichen. Jetzt wirklich in die Materie, obwohl wir ja eigentlich schon mittendrin sind. Das ist interessant mit den Körperfunktionen. Ich war gestern immer in einem Elektrogeschäft, Saturn darf man das sagen, Mediamarkt, es gibt ganz viele tolle. Und es ist unglaublich, wie viele Armbänder es da mittlerweile zu kaufen gibt. Also wer weiß, was bei Ihnen oder den Menschen, die Sie beschenken, dieses Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum liegt. Ein anderes Produkt werden wir Ihnen nachher auch noch zeigen, was Sie kaufen können oder auch nicht. Jetzt aber erstmal möchte ich Ihnen diejenigen vorstellen, die die nächsten anderthalb Stunden mit Ihnen diesen Abend verbringen werden. Bitte begrüßen Sie auf der Bühne Dr. Konstanze Kurz, Informatikerin und Sachbuchautorin, Sprecherin des Chaos Computer Clubs, vielleicht bekannt durch ihre FAZ-Kolumne aus dem Maschinenraum Nutzen und Nebenwirkungen technologischer Entwicklungen. Bitte schön. Ich hatte das Gefühl, dass Björn mehr Applaus bekommen hat. Ja. Nochmal? Nein. Wir probieren das jetzt bei Wolfram Burgard. Sonst fangen wir wieder von vorne an. Bitte begrüßen Sie mit mir Wolfgang Burgard, Professor der Informatik und Robotik an der Universität Freiburg. Abend, oder freundlich. Außerdem bei uns heute Abend Klaus Mainzer, Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der TU München, Leiter der Karl-von-Linde-Akademie und hat gerade ein tolles Werk, Idee für unterm Weihnachtsbaum, auf die Welt gebracht. Das heißt, Berechenbarkeit der Welt zu lesen. Hier ist er. Also, hier. Hier sitzt es. Ja. Gut. Und zu guter Letzt, bitte begrüßen Sie mit mir den Hausherrn heute, den Kooperationspartner der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Deutschen Museums Bonn, die Veranstalter dieses Abends. Hier ist Rhein Wolfs, Intendant und Kunsthistoriker. Hallo. Lieber Burkhard, wo sind Sie? Ich könnte mir vorstellen, dass uns allen vielleicht gar nicht bewusst ist, was es alles schon für intelligente Dinge gibt. Also heute, die wir kaufen könnten oder die wir benutzen könnten. Was gibt es für intelligente Roboter im Moment, im Jahre 2014? Das ist eine gute Frage. Da gibt es so viele gar nicht.
Obwohl es von den wenigen, die es gibt, sehr viele gibt. Ja, also es gibt zum Beispiel Rasenmäher, Staubsauger. Die Staubsauger werden auch immer intelligenter. Es gibt Autos, die selbst fahren, wobei es da unterschiedliche Ansätze gibt. Da gibt es große Firmen aus Mountain View, die haben den Ansatz, das ganze Ding selbst fahren zu lassen. Und es gibt den Ansatz aus Europa oder Deutschland, wo es darum geht, langsam immer mehr Autonomie und Intelligenz in die Fahrzeuge zu bringen. Also das sind Dinge, die man sehen kann. Und dann gibt es auch einige Helfer im industriellen Umfeld, die jetzt so in den Markt kommen. Also Roboter, was ist das zum Beispiel? Dieser das ist ein Produktionsroboter, der, in der Montage beispielsweise hilft und Montageteile montiert, während er sie transportiert. Warum könnte man den als intelligentes Ding bezeichnen? Weil der selbstständig Hindernissen ausweicht, Teile selbst montiert. Also da geht auch schon ein bisschen Wahrnehmung rein. Also das ist so ein bisschen das, was eigentlich das Interessante ist, dass die tatsächlich auch nicht nur blind immer die gleiche Aufgabe durchführen, obwohl sie das natürlich am Ende auch so ein bisschen tun, aber sie sind halt deutlich flexibler als das, was man so aus der Automobilbranche kennt, wo die halt blindlings immer die gleiche Bewegung machen und immer das gleiche Teil an die gleiche Stelle packen. Also hier geht es schon darum, flexibel auf Veränderungen einzugehen und also mehr Intelligenz zu haben als bisherige Systeme. Herr Professor Mainzer sagt im Vorgespräch, ich bin mir sicher, einer von denen, die da unten sitzen, wird gleich am Anfang sagen, ja Moment, intelligentes Ding, was ist denn das überhaupt? Und ich meine, es ist eine Veranstaltung von der DFG, wir sind in einem wissenschaftlichen Umfeld. Vielleicht ist es sinnvoll, mal zu definieren, was ist ein intelligentes Ding, Herr Mainzer. Also, mich hat es jetzt gewundert, dass Sie als Informatiker schon so geantwortet haben, denn der Begründer, einer der wesentlichen Begründer der Informatik war Alan Turing. Und Turing hat einen Test formuliert, schon in den 50er Jahren, und der besagt etwa Folgendes: Wir nennen ein Gerät dann intelligent, wenn es in seinem Verhalten nicht von einem Menschen unterschieden werden kann. Er hat sich also vorgestellt, zwei Vorhänge, dahinter hinter dem einen der Mensch, hinter dem anderen jetzt der Computer, verbunden mit einem Keyboard, und ich stelle jetzt Fragen. Ja, gibt es ein? Und dann kommt die Reaktion. Und ich kann nicht mehr unterscheiden, ist jetzt hinter dem einen Vorhang der Mensch oder hinter dem anderen das Gerät, dann nennen wir das Gerät intelligent. Das hat lange Zeit die KI-Forschung gehemmt, würde ich jetzt sagen. Und zwar deshalb, weil man alles am Menschen gemessen hat. Und wer sagt uns eigentlich, dass wir die Intelligentesten sind? Dass es nicht irgendwo, gerade im Sinne der Raumfahrt, intelligente Wesen irgendwo gibt, aber auch umgekehrt, das, was Sie gerade beschrieben haben, dass es intelligente Funktionen gibt. Die sind noch nicht jetzt identisch mit Menschen, die haben auch kein Bewusstsein und all das. Aber, und so würde ich Intelligenz definieren, sie können Probleme lösen, und zwar sehr spezifischer Art. Und dann kann ich auch messen den Grad der Intelligenz, nämlich die Fähigkeit dieses Geräts, dieser Infrastruktur, Probleme zu lösen. Und so kriege ich Grade von Intelligenz. Nebenbei gesagt ist es so in der Evolution auch. Es gibt Lebewesen, die haben kein Bewusstsein, so wie wir, hochentwickelt. Aber die sind durchaus intelligent und können Probleme lösen. Denken Sie an alle möglichen Arten von Tieren. Also das ist jetzt flexibel, und insofern würde ich auch sagen, die Funktionen, die wir in der Umwelt wahrnehmen, mit denen wir jetzt im Internet der Dinge miteinander interagieren, Automobile, unterschiedliche Grade der Autonomie, all das würde ich auch schon als intelligente Funktionen bezeichnen. Dann aber es hat nichts zu tun, um es nochmal zu wiederholen, mit der Intelligenz, die wir bei Menschen sehen, mit Bewusstsein und all diesen Dingen. Das gibt es noch nicht. Ich finde, das ein guter gemeinsamer Nenner, wenn wir sagen, der Mensch ist nicht der Maßstab. Wenn genau. Ein Ding ein gewisses Problem lösen kann auf eine eigene Art, dann können wir es vielleicht als intelligentes Ding bezeichnen. Jetzt lassen Sie uns Sachen sammeln, die es schon gibt. Also ich habe vor kurzem gelesen von einer Funktion eines Thermostates, das korrespondiert mit einem Fahrzeug. Und wenn das Fahrzeug dem Thermostat sagt, wann das Fahrzeug zu Hause zu erwarten ist, dann wird dementsprechend die Temperatur des Hauses eingestellt, sodass ich ein warmes Zuhause vorfinde, wenn ich die Haustür aufschließe. Das gibt es heute schon. Das ist State of the Art. Konstanze. Jetzt muss man dazu sagen, ich duze Konstanze, weil ich bin ja im wahren Leben eigentlich Kinderfernsehmoderator, und Konstanze hat mir einmal erklärt für eine Sendung, was die NSA macht. Das war auch erschreckend, aber... Für Kinder. Konstanze, was gibt es für intelligente Dinge, die du vielleicht nutzt oder von denen du weißt?
Nee, es geht ja nicht darum, was ich persönlich nutze. Ich bin natürlich auch also als Techniker immer sehr interessiert an neuen technischen Gadgets und so Geräten und Software. Aber ich glaube, der Bereich, der noch fehlt in diesem Sammelsurium an interessanten Dingen, ist sicherlich die Frage, inwieweit kreative Tätigkeiten von Menschen ersetzt werden. Und zwar nicht durch Roboter in dem Sinne, sondern natürlich durch Software. Also welche Tätigkeiten, die wir früher dachten, die Maschinen uns nicht abnehmen können. Wie viel davon tatsächlich in die Computer wandert. Ich glaub, und was gibt es da heute schon, was kreative Arbeit abnehmen kann? Ich will an bestimmte Berufsgruppen erinnern, die schlicht überflüssig werden. Also ich meine, gesprochen wird immer viel jetzt über Taxifahrer und Kurierfahrer, die sozusagen in einem gewissen Zeitrahmen ersetzt werden durch eben autonom fahrende Roboter. Aber es gibt sicherlich auch andere Berufe, wo man es nicht denken würde. Journalisten. Ja. Es gibt die ersten Firmen, die bereits funktionierende Geschäftsmodelle haben mit automatisch generierten Zeitungstexten bestimmter Art. In Deutschland sind mir noch keine bekannt, aber auf dem amerikanischen Markt gibt es mehrere. Es gibt Teile von etwa Tätigkeiten, die Anwälte machen, zum Beispiel, wenn sie große Vertragswerke durchsehen müssen, wenn sie gerade so, weiß ich nicht, so 10.000 Seiten Verträge, dass es Software übernimmt. Also selbstverständlich Teile von kreativer Tätigkeit, die mittlerweile, also sind Bereiche, wo wir früher nicht so gerne überhaupt darüber debattiert haben, ob Maschinen das könnten, weil es so weit weg war. Und ich glaube, die Klammer um diese Roboterseite und diese kleinen intelligenten Dinge und die Ersetzung von kognitiven Tätigkeiten ist einfach, glaube ich, eine gewisse technische, nämlich dass die Algorithmen, aber auch die Speicherleistung, Prozessorleistung an so einem Punkt sind, wo Speicher nichts kostet, Prozessor relativ preiswert ist, wo man bestimmte Schwellen überschreitet. Und da sind wir eigentlich gerade drüber, über diese Schwelle. Und das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Ich denke, wir müssen darüber anders debattieren. Also wir nehmen jetzt das Beispiel autonome Autos. Wir haben 900.000 Taxifahrer, Kurierfahrer, Fernfahrer. Da müssen wir natürlich drüber reden. Also weil es wird unsere Gesellschaft ändern. Und ich mag halt, also ich finde es unangenehm, wenn das passiert. Ich würde es gern gestalten. Und da fehlt mir natürlich eine Debatte darüber. Ich würde gern den Punkt aufgreifen, an dem man vielleicht nicht zuerst denkt, nämlich diese kreative Tätigkeit eines Menschen. Ein Autofahrer oder das Autofahren an sich ist ja bei den meisten von uns nicht kreativ, sondern nach den Verkehrsvorschriften. Ach nee. Ich bin heute von einem sehr freundlichen Polizisten in Bonn darauf hingewiesen, dass die gestrichelte Linie gar nicht gestrichelt ist, sondern nur schlecht gewartet. Also es ist so abgefahren. Er war sehr freundlich, ja. Also es gab kein Problem, aber ich wäre fast drüber gefahren. Hier Friedrich Ebert, kann man sich angucken. Aber wenn es kreative Berufe sind, also der des Journalisten, ist es denkbar, dass wir kreative Kunst erleben, gemacht von intelligenten Dingen, Rein Wolfs? Ich sage nicht auf Vorhand Nein dagegen, ich bin aber skeptisch, das muss ich auch sagen. Also wenn ich denke an intelligente Dinge, dann denke ich eigentlich auch an Kunstwerke, so wie sie heute schon sind. Ich muss sagen, ja, wenn wir irgendwelche Dinge beobachten und auch historisch Dinge beobachten, wovon wir denken, die könnten auch als intelligent gewertet werden, dann sind das, denke ich, Kunstwerke. Da sind das Dinge, in denen gewissermaßen Kreativität so mobilisiert werden konnte, dass daraus etwas entsteht, was man im Vorfeld nicht gewusst hat. Also da werden unerwartete Lösungen gesucht und diese Lösungen, davon glaube ich zum Teil auch, dass sie wirklich im Prozess eine Eigendynamik kriegen können. Also wenn man ein Kunstwerk herstellt, ich bin selber kein Künstler, weiß also nicht genau, wie das geht, aber wenn man ein Kunstwerk herstellt, dann kriegt es irgendwann auch eine gewisse intelligente Eigendynamik des Werkes, würde ich mal behaupten. Und darin entsteht dann etwas, was wir letztendlich auch als Kunst wahrnehmen und als kreative Leistung aus dem Ding heraus wahrnehmen können. Und wenn Sie jetzt fragen, gibt es dann intelligente Dinge, die Kunstwerke und auch intelligente Kunstwerke herstellen können, dann denke ich, dass das durchaus möglich ist, weil diese Intelligenz, die dann in dem, was dann geschaffen wird, hineingebracht wird, die kann sich dann auch irgendwie fortsetzen. Also ich denke, es muss ein Moment sein, wobei etwas zündet und dann gibt es auch eine Eigendynamik, wobei diese Intelligenz selber weitergeht. Könnten Sie sich vorstellen, dass die Bundeskunsthalle hier in Bonn ein Werk ausstellt, was nicht von einem Menschen geschaffen worden ist, sondern von einer Software? Und der Künstler ist vielleicht der Programmierer der Software, der Algorithmus, ja. Aber gemacht ist es von einem Robotercomputer oder wer auch immer, wie auch immer.
Ja klar, kein Problem. Und das gibt es natürlich auch schon. Also wenn wir mal ins ZKM in Karlsruhe schauen gehen, im Zentrum für Kunst- und Medientechnologie, dann werden wir dort solche Anwendungen finden. Ich weiß selber noch gut, ich habe vor etwa 20 Jahren eine Ausstellung gemacht mit einer englischen Künstlerin, Angela Bullock, und die hat eine sogenannte Malmaschine entwickelt. Eine also was für Maschine? Eine Malmaschine. Eine Malmaschine? Ja, die hat selber ein Bild gemalt. Also da gab es eine Oberfläche und da gab es einen Stift oder zwei Stifte drauf und da gab es irgendwelche Software, die das gesteuert hat, damit immer wieder ein neues Bild eigentlich gemalt wurde. Also in dem Sinne ist das nicht etwas Neues. Da gibt es eine gewisse Programmatur, die dafür sorgt, also von Künstlerhand eigentlich entwickelt, die dafür sorgt, dass letztendlich das Werk sich selber herstellt und sich selber in eine kreative Leistung umwandelt. Also die Malmaschine gab es schon vor 20 Jahren. Wir sind doch hier auf einer DFG-Veranstaltung. Ja. Jetzt kann man ja auch mal fragen, wie sieht es mit der wissenschaftlichen Kreativität aus? Gute Frage. Und das ist nämlich interessant. Das ist vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt, dass also in weiten Teilen, gerade der Naturwissenschaft, intelligente Algorithmen zum Einsatz kommen als Problemlöser. Also stellen Sie sich vor, gerade in der Mikrobiologie, ja, Proteomik, Proteinforschung, da haben wir es zu tun mit hochkomplexen chemischen Reaktionen und da kann kein einzelner Mensch mehr in den verschiedenen Daten die entsprechenden Korrelationen und Datenmuster erkennen. Das macht intelligente Software, Machine Algorithms, also Maschinenlernen. Diese Software erkennt Korrelationen, schlägt gewissermaßen die Gesetzmäßigkeiten vor. Und die müssen wir dann wieder im Labor überprüfen. Also was ich hier aufzeigen will, ist so eine Art Symbiose zwischen der Software, der intelligenten Software und der menschlichen Intelligenz. Und beide zusammen erzeugen eigentlich heute den Erkenntnisfortschritt. Und das ist nicht irgendwo spekulativ, sondern das ist schon weitgehend der Alltag, gerade in den Life Sciences. Also ich finde, wir haben einen guten, breiten Überblick bekommen. Also ob wir jetzt über Software sprechen oder auch die Frage autonomer Fahrzeuge, die dann darüber hinausgeht, Richtung kreative Arbeit zu ersetzen von intelligenten Dingen. Wir hatten das Beispiel der Roboter. Wir haben das Beispiel in der Wissenschaft und in der Kunst. Überall gibt es das, vielleicht sogar schon vor 20 Jahren, die Malmaschine. Vielleicht kurz zurück zu unserer Lebenswirklichkeit zu Hause. Sie können, wenn Sie möchten, zu Weihnachten etwas verschenken, was wir Ihnen vorstellen möchten. Wobei wir Ihnen nicht sagen, ob es tatsächlich eine wirkliche Werbung ist oder einen Film, den wir für heute Abend hergestellt haben. Das müssen Sie gleich entscheiden. Lutz, wenn du den kurz zeigen würdest. When I first arrived from Amazon, I didn't know what it was. What is it? You'll see. Is it for me? It's for everyone. It's called Amazon Echo. How's it going? I'm just finishing up right now. Is it on? Oh, it's always on. Can it hear me right now? No, it only hears you when you use the wake word we chose. Alexa. Well, what does it do? Alexa, what do you do? I can play music, answer questions, get the news and weather, create to-do lists, and much more. Awesome. Huh. Alexa, play rock music. Rock music. Alexa, stop. Yeah. Alexa, what time is it? The time is 3:27. You actually don't have to yell at it, okay? It uses far-field technology, so it can hear you from anywhere in the room. So it can just hear you anywhere? Yes. Well, everyone can hear you anyway. Oh. Is that where we're gonna put it? I was thinking of putting it there, but it works anywhere. Echo is pretty neat because it knows all sorts of things. All you have to do is ask. Alexa, how tall is Mount Everest? Mount Everest's height is 29,029 feet, 8,848 meters. How can it know so much? It's so small. It updates using the cloud. That's also how it gets its answers. Just read that off the box, Tom. Dad really likes that Echo just plugs in, so we never have to charge it. Plus, Echo's really good at keeping track of things like shopping and to-do lists. Okay, but Alexa, add wrapping paper to the shopping list. I put wrapping paper on your shopping list. Alexa, how many teaspoons are in a tablespoon? One tablespoon equals 3 teaspoons. Okay. Alexa, set a timer for 8 minutes. 8 minutes, starting now. Dad's not a morning person, but Echo definitely helps him wake up. Alexa, Alarm off. Ich glaube, bis hierhin, gucken wir es mal,
Die Frage ist, hat sich das ein amerikanisches Satiremagazin ausgedacht und wir haben das heute Ihnen hier präsentiert als vermeintliche Amazon-Werbung, oder ist es ein Produkt, was Sie tatsächlich bald kaufen können oder vielleicht sogar schon kaufen können? Wenn Sie glauben, Sie können es kaufen, zeigen Sie mir eine 1, wenn Sie sagen, das gibt es nicht. Zeigen Sie mir eine 0. Nun können Sie ja selber nicht sehen, wie viele Einsen und Nullen gezeigt werden. Ich würde sagen, 90% sagt ja und 10% sagt nein. Ich möchte Ihnen jetzt drei tolle Damen vorstellen, die den ganzen Abend mit Mikrofonen herumlaufen. Und zwar zum einen die Leiterin des Museums, des Deutschen Museums Bonn, nämlich Frau Dr. Niehaus. Ich sehe, hier hinten, wenn Sie sich einmal umdrehen, da winkt eine bezaubernde Dame. Hallo. Außerdem die Pressesprecherin der DFG, Frau Dr. Rateike, rechts oben von mir aus, wenn Sie sich umdrehen, winkt jetzt. Und Elina Schmidt. Elina, wo bist du? Dort zu sehen, Redakteurin der Kommunikationsagentur Isa und Schmidt. Elina, vielleicht kannst du hier vorne hinkommen. Hier saß ein junger Mann mit, oder sitzt immer noch, er hat sich noch nicht entfernen können, überlegt sich's jetzt aber gerade, mit kariertem Hemd, ja, ich meine Sie. Sie haben mir eben eine Null gezeigt. Sie glauben, das ist Satire oder ein Fake. Warum? Also ich denke, zum Beispiel die Frage nach dem Mount Everest und sowas, ich denke, das kommt so spontan. Ich glaube nicht, dass es eine Maschine beantworten kann. So spontane Fragen. Man kann die vielleicht für bestimmte Fragen, könnte man so eine Maschine programmieren, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie so spontane Fragen so beantworten kann. Die gut aussehenden Damen neben Ihnen, ist eine davon eine Ihrer Partner, eine Partnerin, Ihre Partnerin. Beide haben Sie nämlich gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es das gibt. Nein? Sie haben auch eine Null gezeigt? Ich habe die Null gezeigt, ja. Weil Ihr Mann das gemacht hat? Nein. Das habe ich nicht gesehen, was er gezeigt hat. Ja, okay, sehr gut. Unabhängig voneinander. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gibt. Nee, ich habe die 1 gezeigt. Ich kann mir vorstellen, dass es das gibt. Ach so, doch. Nun ist die Frage, warum können Sie sich das vorstellen? Meinen Sie, die Technik ist da? Ja, ich glaube, das ist in den USA schon möglich. Ja. Vielleicht bei uns nicht oder auch doch, aber ich kann mir ziemlich vieles vorstellen. Wenn ich sehe, was es alles gibt, dann sind wir, glaube ich, davon gar nicht weit weg. Und ich denke, das gibt es schon, ja. Und damit liegen Sie richtig. Es ist tatsächlich so, das Echo System oder Alexa gibt es. Sie können es in den USA bestellen, es kostet $200. Wenn Sie Prime-Kunde sind bei Amazon, kostet es $99 und zu Weihnachten könnten Sie es verschenken. Also Ihr Mann nickt schon. Der bekommt es jetzt. Und ich würde Ihnen gerne die Frage stellen, wer wünscht sich so ein Ding? 1 für Ja und 0 für Nein. Wünschen Sie sich so ein Ding? Wir machen mal mit. Eine 1, eine 0, eine 0. Herr Mainzer, Sie wünschen sich so ein Ding? Ja, ich gucke es mir an. Sie gucken sich an. Ich bin ja neugierig. Und es sind ungefähr, ich gebe Ihnen jetzt mal, ich sag mal so 20%, stimmt das ungefähr, die sich so ein Ding gerne... Mehr. Mehr, 25? Halten Sie noch mal hoch, vielleicht sogar auch 30%, also schon auch einige, die jetzt gleich mit dem Smartphone bestellen. Konstanze, läuft es dir dabei kalt den Rücken runter? Nein. Ich glaube, der Werbefilm zeigt auch sehr deutlich, wie annehmlich und bequem das sein kann. Ich glaube, die Darstellung, auch diese Einbindung ins Familienleben wird sicherlich auch mit vielen Realitäten der Nutzer übereinstimmen. Es waren ja solche Sätze drin wie, it is always on, es ist immer an und it can hear you from everywhere, es kann dich überall hören. Für mich wäre es keine Option, ich bin mit den Datennutzungs Policies oder den Erklärungen, die dieses Unternehmen stellt, nicht einverstanden. Ich würde dort in dieser Weise nicht Kunde werden. Aber mir ist natürlich klar, dass die sogenannten Data-Use-Policies von den meisten eben schlicht nicht gelesen werden. Die sind ja nun auch elendblank. Und ich glaube, die Nützlichkeit und Bequemlichkeit für viele im Vordergrund stehen wird. Ich bin aber überwachungssensibel. Das heißt, du siehst das Angenehme und kannst verstehen, wenn das Leute haben möchten, würdest aber sagen, wenn die Leute, die sich das bestellen, vorher die Nutzungsbedingungen durchlesen, würden sie ins Grübeln kommen.
Das glaube ich schon. Die Debatte gibt es ja, wissen ja auch viele Siri-Nutzer oder auch generell alle Nutzer solcher Dienstleistungen, dass diese Data-Use-Policies oft schwierig sind, vor allen Dingen aber auch überhaupt nichts mit unserem Rechtsrahmen zu tun haben. Ich würde mir so ein Gerät auch zulegen, nur nicht von der Firma. Interessant. Ja, ich glaube, die Technik, diese Art von Lebenshelfer zu Hause zu haben, die finden, glaube ich, viele attraktiv. Aber ich hätte keine Lust, sozusagen einem Konzern, dessen Geschäftsmodell ja auch auf der Datennutzung beruht, zu geben. Aber das heißt ja nicht, dass die Technik zu verdammen ist, im Gegenteil. Ja. Genau, da sind wir ja vielleicht schon, Herr Mainzer. Wir haben ja, oder sehr viele von uns haben ein Smartphone. Und dieses Ding tragen wir auch dauernd mit uns rum. Es ist ein Mikrofon eingebaut und was weiß ich, was ich da für Nutzungsbedingungen angekreuzt habe, als ich am Anfang dieses Teil installiert habe. Haben wir nicht letztlich das, was da liegt und uns angepreist wird, schon in unserer Hand jeden Tag? Natürlich. Ich denke, wir dürfen das auch nicht als ein singuläres Gerät sehen. Das wird jetzt als was Besonderes gesehen. Das wird ja gerade eingeführt. Also IBM hat eine sogenannte kognitive Plattform unter dem Namen Watson entwickelt. Das heißt, da werden kognitive Funktionen bereitgestellt, die auch zur Bedienung jetzt unserer Umgebung, unserer Umwelt, zum Beispiel Automobil, das wird mal der Alltag sein. Wir sprechen dann mit unserem Automobil, kein Mensch denkt mehr darüber nach, dass das was Besonderes ist. Das finden wir jetzt noch im Moment so besonders. Hätten wir das Smartphone vor 20 Jahren gezeigt, und einige können ja auch schon mit dem Smartphone sprechen, dann hätte man das auch als Hokuspokus vielleicht aufgefasst. Das heißt also, das, was natürlich ist und das, was jetzt als künstlich empfunden wird, das ist doch sehr relativ. Das kommt schrittweise und entweder wir akzeptieren es oder nicht. Also das Smartphone, das war ja ein Durchbruch. Ja, warum? Weil es natürlichen Bedürfnissen des Menschen entspricht. Wir kommunizieren gerne, das haben die Primaten so gemeinsam, und wir interagieren gerne. Und wenn ich das sehe, als ich hier eben wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kam und die Leute dort mit dem Knopf im Ohr und die redeten dauernd, ich dachte immer, mit wem reden die denn jetzt? Ja, die waren alle online. Ja, das ist sowas von natürlich eigentlich geworden. Und so geht die technische Entwicklung auch weiter. Aber ich bin ganz bei Ihnen, das müssen wir natürlich, was die Gestaltung betrifft, das müssen wir uns genau überlegen. Und da bin ich sehr froh darüber, hier in Deutschland zu sein, weil wir eben bei der DFG sind, hier heute Abend zu Gast, oder auch beim BMBF, das ist das Bundesministerium für Forschung und Bildung. Und dort gibt es also Evaluierungskommissionen, die bei Einführung dieser Technologien sehr genau auch berücksichtigen, was ist das ethische, rechtliche Profil dieser Geräte, damit wir das auch unter Kontrolle behalten. Und das halte ich, dieser Gestaltungswille und diese Urteilskraft, halte ich für eine ganz wichtige Option in der technischen Entwicklung, damit wir keinen Wildwuchs bekommen, damit uns diese Entwicklung nicht letztendlich aus dem Ruder läuft. Herr Burkhardt, können Sie sich vorstellen, dass wir ein Gleichgewicht finden zwischen Privatheit verkaufen oder hergeben, um Bequemlichkeit zu bekommen? Ich glaube, das ist sowieso, da steht, glaube ich, ganz oben auf der Liste, dass man das bekommen muss. Und ich glaube, da ist man hier in Deutschland auch sehr wachsam. Und das wird ohnehin, glaube ich, passieren. Das Problem ist im Moment, wenn man diese Diskussion so hört, dass die Leute natürlich irgendwie an diese Unternehmen denken, weil die offensichtlich damit Geld machen. Ja? Selbst wenn das nur 100 Euro kostet, wird die Firma damit noch Geld verdienen. Ohne die Tatsache, dass die damit Geld verdienen würden, gäbe es das gar nicht. Ja, also da muss man sich, also diese Einführung der Technologie findet ja nicht dadurch statt, dass jemand irgendwie meint, das ist was, was der Menschheit gut tut, sondern am Ende wollen die alle damit Geld verdienen. Und wenn man jetzt natürlich hergeht und alles, womit die Leute Geld verdienen, verteufelt, dann wird es das nicht geben. Natürlich, also das ist so ein Balanceakt, den man da gehen muss, da muss man auch vorsichtig sein. Man muss sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass wir das natürlich eigentlich schon immer auf irgendeine Art und Weise gemacht haben. Ja, wir haben immer auch schon mit den USA telefoniert, da haben wir auch nicht gewusst, oder in die DDR telefoniert und haben auch nicht gewusst, was mit den Tonaufzeichnungen oder ob es die gibt und was damit passiert. Ja, das sind alles Dinge, die sagen wir mal, man muss aufpassen auf diese Dinge, allerdings darf man nicht immer so, ich finde, die Leute schauen immer so ein bisschen zu viel besorgt in die Zukunft. Ja?
Und wir müssen auch aufpassen, dass wir Technik nicht einfach aufhalten dadurch, dass wir sagen, nein, jetzt speichern Sie auch noch meine Stimme. Was natürlich gar nicht unbedingt sein muss. Das Gerät kann ja auch die Stimme auf dem Gerät selbst analysieren und sozusagen nur bestimmte Feature davon übermitteln, die gar nichts mehr mit meiner Stimme selbst zu tun haben. Das heißt, was da letztendlich passiert, ist eigentlich gar nicht ganz klar. Das müsste, also muss Ihnen nicht klar. Das ist mir nicht klar, als Nutzer nicht klar. Das, ich finde es jetzt aber auch im Moment noch nicht sonderlich dramatisch, weil wir eben halt auch telefonieren und die Telefone komprimieren das auch auf irgendeine Art und Weise. Das geht auch übers Netz und auch übers Internet, Voice over IP, all diese Dinge. Es sind auch Unternehmen, die das machen. Auch Unternehmen, die nicht in Deutschland sitzen und wo wir nicht genau wissen, was damit passiert. Also man muss solche Dinge nicht immer übermäßig verteufeln und dann, klar, waches Auge haben darauf. Aber dass es sowas überhaupt gibt, finde ich, glaube ich, ist ein relativ guter Trend, weil wir eben halt über diese Einführung der Technologie tatsächlich viel Nutzen haben werden. Also, na klar ist das total nützlich. Jetzt stellen wir uns eine Situation vor, wo es nicht um die Höhe des Mount Everest geht. Das kann ich vielleicht auch noch eine andere Art schnell rausbringen. Aber wenn es darum geht, einen Notruf abzusetzen oder jemand ist sich nicht mehr sicher, welche Pille habe ich vorhin genommen und ich muss ein Herzmedikament nehmen, welche muss ich jetzt nehmen? Also gerade zum Beispiel für ältere Mitbürger wäre das vielleicht ja auch sehr hilfreich. Also nicht nur Bequemlichkeit, sondern es kann ja auch vielleicht ein Leben retten. Das ist ja auch jetzt im Moment ein ganz großes Thema. Wir hatten ja, in diesem Jahr haben wir das Motto Digitalisierung von Berlin aus vorgegeben bekommen. Und im letzten Jahr hatten wir den demografischen Wandel. Das heißt, das Altwerden. Wir sind ja so mit Japan vor allen Dingen eine immer älter werdende Gesellschaft. Und laufen jetzt eine Vielzahl von Forschungsprojekten, die darauf abzielen, also ältere Menschen länger in ihren Wohnungen halten zu können. Das heißt, dann bedarf es aber auch einer Infrastruktur, die dort also Hilfestellung gibt. Und ich erinnere mich bei uns an der TU in München, da wurde von der Infrastrukturrobotik, die bauen keine humanoiden Roboter, aber die bauen diese Funktionen, ein ganzer Toolkasten entwickelt, damit passgenau für die jeweiligen Behinderungen, die jemand hat oder die Altersgebrechen, was auch immer, dann die entsprechenden Hilfestellungen dort in der Wohnung eingebaut werden. Also zum Beispiel auch Sensoren. Das ist natürlich dann auch wieder verbunden mit Fragen, ja, darf man denn jetzt diese Daten überhaupt aufnehmen und wer hat jetzt Zugriff darauf und so weiter. Dann auch die Privatheit, nehmen wir mal an, ein älterer Mensch, der jetzt zusammenbricht, die Sensoren melden das ist ja auch gut, aber wie genau dürfen jetzt die Menschen da erkannt werden? Auch ist es nicht eine Frage der Intimität, die hier verletzt wird und sowas. Das und welche Unternehmen haben Zugriff? Und welche Unternehmen, Krankenversicherungen und so weiter. Und das sind sehr delikate ethische und rechtliche Fragen, die hiermit berücksichtigt werden müssen. Aber das ist das, was ich eben meinte mit diesem ethisch-rechtlichen Profil, dass diese Geräte auch haben müssen, gerade wenn es in diesen sensiblen Bereich reingeht. Aber ich denke, das wird ein Stück weit auch der Alltag werden in Zukunft. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie einen Pflegeroboter haben, der vielleicht mitbekommt, wie oft Sie auf Toilette gehen und diese Daten an wen auch immer weitergibt? Das ist schlecht. Eins oder null? Jetzt kann man nur noch mit... Jetzt kann man eigentlich nur noch mit Null, weil er darf die Daten ja an alle weitergeben, haben wir ja gesagt. Stimmt, wir können das ja eingrenzen. Er darf es weitergeben an, sagen wir mal, Pflegekräfte und Verwandte. Die dürfen das wissen. Also Pflegekräfte ja. Pflegekräfte ja. Krankenkasse. Krankenkasse, das wäre ich dagegen, ja. Konstanze? Ich finde es so einzugrenzen sehr schwierig. Ich meine, ich bin auch immer noch ein Hacker. Denn wir leben auch in einer Welt, in der diese vernetzten Produkte halt schlecht auf der Frage der IT-Sicherheit
zu schützen sind. Ich finde, man kann die Debatte nicht mehr ganz so einfach führen im Jahr 2 nach Snowden. Also ich finde, und in auch einem Jahr, wo in anderen westlichen Demokratien, namentlich Großbritannien oder USA, schon ganz anders auf unsere Gesundheitsdaten geblickt wird, wo die Solidarität, die sich mit der Krankenversicherung verbindet, durch diese Datenauswertung gebrochen wird. Also ich finde es ein bisschen zu einfach gesagt. Also natürlich wird die Bequemlichkeit und diese Hurra-Technik ist toll, die Logie und wer dagegen ist, der ist irgendwie Innovationshemmer. Die Debatte steht uns bevor, aber ich glaube, wir müssen schon ein bisschen darüber reden, was das heißt. Die Daten sind nicht irgendwas, letztlich sind es unsere Transaktionsdaten, es ist unser Alltag, unsere Kommunikation und auch letztlich unsere Körpersensorik wird ja immer mehr auch in uns hineinwachsen und uns noch stärker umgeben. Also der Punkt ist, was passiert, wenn die Daten missbraucht werden? Genau. Und ja, die Möglichkeit besteht immer, weil es kein sicheres System gibt? Es ist halt, ich denke, wir kommen in eine schwierige Zeit und ich sehe halt keine Instanz, die da Weichen stellt. Die Fragen, die Professor Mainzer aufwirft, die gibt es ja schon ein paar Jahre. Natürlich möchte man gewisse Regeln setzen, man möchte sich gewissen ethischen Standards quasi unterwerfen oder man hofft es so ein bisschen. Aber letztlich, also blicken wir doch mal auf die Realitäten. Die großen Internet-Dienstleistungsanbieter, die genau diese Technik pushen, und zwar auch nicht zufällig, sondern sie kaufen einfach sozusagen die Firmen, die das herstellen, einfach auf und bieten es an. Bei Amazon Echo ist das ja auch so. Die machen natürlich Regeln, und zwar solche, die vielleicht ein Ethikrat möglicherweise fragwürdig finden kann oder die ganz klar ethische Grundwerte hier verletzen würden. Aber es passiert ja dennoch. Und die Bequemlichkeit ist halt eine Abwägung von uns selbst, und zwar keine informierte, weil sie in der Regel eben nicht wissen, was hinter ihrem Rücken mit den Daten passiert. Ja. Ich glaube, das sind schwierige Diskussionen, die uns gegenüberstehen, weil wir mit der Dynamik der Entwicklung und der gesellschaftlichen Diskussion sehr schwer mithalten können. Auch, weil ich immer wieder dieses Argument höre, ja, wenn man dagegen argumentiert, dann verhindert man Technik. Es geht ja nicht darum, dass die coolen neuen Entwicklungen, die uns auch echt als Zivilisation voranbringen können, zu verhindern, sondern es geht darum, ob wir Datengeschäftsmodelle, so wie sie sich jetzt eingebürgert haben, zulassen wollen. Und die Frage, finde ich, die steht so derart wie der Elefant im Raum, dass wir darauf Antworten finden müssen. Ja, aber was meine Erfahrung ist, jetzt wirklich aus der Praxis, in dem Umgang mit solchen Geräten und der Bewertung, mittlerweile können wir daraus kein K.O.-Thema machen. So nach der Devise, da ist die böse Technik, und in diesem Sinne 0 und 1 gibt es da nicht, sondern im Detail, der Teufel steckt wirklich im Detail. Man muss sich dann ganz konkret diese Innovation gerade mal ansehen und sie genau darauf auf Herz und Nieren prüfen, wie ist denn nun die Privatheit verletzt oder wie ist hier die Autonomie verletzt und Vertrauenswürdigkeit, Sicherheit, eine Fülle von rechtlichen und ethischen Anforderungen sind hier zu berücksichtigen, und das muss dann jeweils im Detail geprüft werden. Das ist mühevoll, aber ich denke, wir müssen uns daran gewöhnen, dass das dazugehört. Das ist eine neue Innovationskultur, würde ich das nennen, an die wir uns gewöhnen müssen. Da würde ich gerne ansetzen. Ist vielleicht das irgendwann nicht mehr leistbar, Rhein-Wolf? Stellen wir uns eine Situation vor, wo wir ganz viele intelligente Dinge in unserem Leben haben, die miteinander kommunizieren. Wir haben verschiedene ethische Grundsätze, nachdem das Unternehmen das weiß, der Angehörige dies, die Krankenkasse das, und dann müssen wir noch mit berechnen, dass es eine NSA gibt, die sich vielleicht nicht an die Regeln hält, die ich selber für mich aufgesetzt habe. Gibt es vielleicht im Jahr 2025 eine Situation, wo ich das gar nicht mehr überblicken kann? Können Sie sich das vorstellen? Ich kann mich schon vorstellen, dass letztendlich das Netzwerk irgendwie zu groß wird und dass zu viele Abhängigkeiten innerhalb von diesem Netzwerk kreiert werden und dass das eine System mit dem anderen System korrespondieren muss. Und wenn dann irgendwo aus welcher Argumentation dann auch eine Kette aus dem System herausgenommen werden muss, weil das ethisch beispielsweise nicht einwandfrei funktioniert, dann gibt es ein Problem natürlich. Also ich habe ein bisschen Angst, wenn ich so als Normalbürger mir das anschaue und eigentlich nicht direkt in der digitalen Welt, sagen wir jetzt mal, berufstätig bin, dass irgendwann dieses Netzwerk zu groß wird und die Abhängigkeiten untereinander zu groß werden. Und dass man den Griff auf das Ganze verliert, weil das Netzwerk wird sein eigenes System führen irgendwann. Nehmen wir ein Beispiel, das uns naheliegt, über das viele reden.
zum Beispiel das automatisierte Fahren. Was muss das für ein Netzwerk sein, wenn tatsächlich auf deutschen Autobahnen ein Großteil der Fahrzeuge autonom fährt? Die müssen ja miteinander kommunizieren können, mit Ampeln. Nicht zwingend. Nicht zwingend. Nicht zwingend. Die Ansätze, die im Moment laufen, sind im Wesentlichen so, dass die also sozusagen autonom selbstständig die Entscheidung fällen. Das kann funktionieren, es kann möglicherweise besser sein, wenn die halt mehrere, wenn die miteinander kommunizieren und Dinge vorhersagen können, Geschwindigkeiten anpassen und so weiter. Das, dann kann es möglicherweise noch effizienter werden. Stellen wir uns jetzt eine Situation vor. Wir sitzen in unserem Auto, wollen aber nicht, dass es kommuniziert mit unserer Umwelt. Es wäre aber möglich und vielleicht sicherer, weil wenn mir jemand entgegenkommt, den ich gerade nicht sehen kann, Überholvorgang auf der Landstraße, und dieser entgegenkommende Wagen, der kommuniziert auch, dann ist es ja eine Frage der Sicherheit. Wenn beide kommunizieren und sagen, oh, ich bin gerade auf der Überholspur, du darfst jetzt nicht auch, ne? Sonst gibt es einen Unfall, dann ist es ja nicht eine Frage meiner Privatheit oder will ich, dass es kommuniziert, sondern es ist eine Frage der Sicherheit. Und dann sagt mein Beifahrer vielleicht, nee, bitte stell das an. Ja klar, das wird wahrscheinlich gesellschaftlich ohnehin so kommen, auch beim automatisierten Fahren. Also ich habe heute Mittag schon eine Diskussion darüber gehabt, wenn man ins Flugzeug steigt, ist es wahrscheinlich im Moment so mit das Beste, man bittet den Piloten hinaus, ja, weil die meisten Flugzeugunfälle der neueren Zeit sind Pilotenfehler gewesen. Und da kann man eigentlich sagen, am besten fliegt das Ding ganz von alleine, was die im Prinzip auch können. Und das wird möglicherweise beim Autofahren auch so kommen, dass man in bestimmten Abschnitten gar nicht mehr fahren darf, wenn man selbstständig fährt, sondern da wird halt autonom gefahren. Und die, die selbstständig fahren wollen, die müssen halt mehr Versicherung zahlen oder so. Ja? Weil es einfach gefährlicher ist. Ja? Und das ist, ich glaube, da kann man jetzt sagen, da habe ich jetzt Angst vor. Natürlich, es wird Autofirmen geben, die Freude am Fahren proklamieren, die sagen, das geht nicht, aber oder die davor Angst haben. Aber letztendlich ist das eigentlich etwas, was Angst abbaut. Und dann würde ich auch ganz gerne auch nochmal auf dieses Argument von eben zurückkommen. Es wird so oft dieser Begriff tatsächlich auch Angst in diesem Zusammenhang gebracht. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil die Juristen haben halt dieses Problem, dass die immer hinter der aktuellen Entwicklung hinterherlaufen. Ja? Die müssen immer die Gesetze anpassen auf die aktuelle Situation. Ja? Und die Gefahr ist natürlich immer so, dass wenn was Neues kommt, dass eben halt für diesen speziellen Fall es dann tatsächlich noch keine Gesetze gibt. Also wenn jetzt beispielsweise ein autonomes Fahrzeug eine Entscheidung fällen muss, links oder rechts, ja, links die Oma, rechts das Kind, dann ist die Frage, wer haftet dann für diese Entscheidung? Wenn wir das selber machen, dann ist das im Affekt. Aber bei einem Programm wird man wahrscheinlich sagen, das hat einer programmiert und der jetzt links gemacht hat, ne, ja, dann muss dann halt der Programmierer für zahlen. Das, was Sie gerade zum Schluss gesagt haben, das sind natürlich wirklich die Schlüsselfragen. Nicht? Wir werden kognitive Systeme in den Fahrzeugen haben, die gibt es ja auch zum Teil schon. Ja. Das heißt, das System erkennt dann auch, welche Art von Hindernis da ist. Ist es ein Tier? Ist es das Kind, das auf die Straße gefallen ist? Und dieses kognitive System wird sehr viel schneller reagieren können, als wir mit unseren natürlichen kognitiven System. Das ist die gute Nachricht. Aber die problematische ist natürlich, jetzt diese Entscheidungsfrage, die Sie angedeutet haben, soll ich jetzt auf dieses Fahrzeug zufahren und da sitzt der Mensch drin oder ist es ein autonomes Fahrzeug, in dem also kein Mensch mehr sitzt? Und diese Fragen würden dann vom System übernommen. Im Gegenszenario würden diese Fragen dann entschieden vom Menschen. Und das müsste man jetzt mal genau testen, wie schnell reagiert der Mensch? Wie schnell ist er in der Lage, überhaupt hier zu realisieren, da ist das Kind und da ist das Tier und andere Hindernisse? Ist der Mensch da wirklich souveräner und urteilt besser als dieses autonome System? Bisher, das muss man also festhalten, die deutsche Straßenverkehrsordnung, unsere Verkehrsgerichte sind stockkonservativ in Deutschland. Da steht immer noch die Letztverantwortung liegt beim menschlichen Fahrer.
Und ich weiß das aus Diskussionen bei uns an der LMU, dort mit den Strafrechtlern auch, da wird sich so schnell nichts verrücken lassen. Das heißt, die Skandinavier und die Amerikaner sind sehr viel flexibler, aber die Diskussion steht uns ins Haus rein, dass wir gerade der Verantwortung dann auch abgeben müssen. Also wenn mein autonomes Auto in Zukunft das nervige Nachbarkind überfährt, muss ich die Verantwortung, obwohl wenn ich das nachgewiesen werden kann, dann greifen natürlich noch andere Strafgesetze. Ich würde gerne wissen, ist eine Frage nur an die Damen heute Abend, wenn Sie verheiratet sind oder in einer festen Partnerschaft, hätten Sie ein gutes Gefühl, wenn Sie wüssten, dass Ihr Mann nicht fährt, sondern das Auto? Eins für ja, null für nein. Mein Gott. Das ist interessant, wie viele Ehekrisen hier vermieden werden, indem eine ganze Reihe von nicht sicher verheirateten Frauen jetzt nicht aufzeigen. Wir drehen das jetzt um. Liebe Männer, würden Sie sich sicherer fühlen, wohler fühlen, wenn Sie wüssten, die Frau fährt nicht, sondern das Auto? Eins für ja. Einer zwei geht nicht. Oh ja, also da sind um mehr Einsen als, aber da ist es eine ganze Reihe Null, da gibt es ein blindes Vertrauen zu einer guten Autofahrerin. Erstaunlich. Ich habe vor kurzem mit einem Wissenschaftler gesprochen, der sagte mir, was ein möglicher Anwendungsfall ist für das autonome Fahren, was tatsächlich schon bald kommt, also ein Roboter auf einer deutschen Autobahn. Und er sagte mir, es gibt eine Schwierigkeit bei Wanderbaustellen. Sie kennen vielleicht die Fahrzeuge mit den großen Zeichen hinten drauf, wenn man dann eine Spur nicht mehr benutzen kann. Die haben so einen Pfeil und man muss dann ausweichen und diese Fahrzeuge fahren im Schritttempo mit bei einer Wanderbaustelle. Zum Beispiel, wenn rechts gereinigt wird oder Hecken geschnitten werden. Mittlerweile möchten ganz viele Menschen in diesen Autobahnmeistereien, die dafür verantwortlich sind, nicht mehr in diesem Fahrzeug sitzen, weil es so viele Unfälle gibt. Auffahrunfälle von unachtsamen Autofahrern, die auf ein solches Fahrzeug auffahren. Nun ist es ein Fahrzeug, was nur im Schritttempo fährt. Es bewegt sich auf einer Autobahn. Das sind hervorragende Voraussetzungen fürs autonome Fahren. Es ist eine kleine Geschwindigkeit, ein sehr beherrschbarer Raum. So, dass es jetzt einen ersten Versuch, ich glaube in Niedersachsen, gibt, wo ein solches Fahrzeug tatsächlich autonom fahren soll, im Rahmen eines Versuches, aber auf deutschen Autobahnen und schon bald, also im Jahr 2016 vielleicht. Das ist wahrscheinlich vorstellbar, ne? So ein erster Schritt. Und da wird wahrscheinlich auch keiner Nein sagen, ja, das ist ja sinnvoll, das will sowieso keiner fahren, Unfallrisiko ist hoch. Was könnte der nächste Schritt sein, Herr Burkhardt, wenn das etwas ist, was Usus ist, an das wir uns gewöhnt haben? Sehen Sie, das große Problem ist dabei, ich bin in einem Projekt des autonomen Fahrens, das sich damit beschäftigt. Und es geht darum zu simulieren, wie wir schrittweise das autonome Fahren, jetzt beispielsweise auf der Autobahn, das ist bei uns Garching, die Autobahn München-Nürnberg, da wird das also erprobt. Und ein autonomes Fahrzeug, da sind zwar, müssen wir bedenken, sind alle möglichen Reaktionen auch vorprogrammiert. Das Gerät kann sich zwar dann zwischen einer Vielzahl von Möglichkeiten entscheiden, aber diese Vielzahl ist bekannt und steht nicht im Widerspruch zu irgendwelchen Verkehrsvorschriften. Ja? Im Unterschied zum Menschen, jetzt kommt das Interessante, wenn wir jetzt den menschlichen Teilnehmer modellieren, dann modellieren wir den als ein chaotisches System. Mhm. Weil beim Menschen wissen Sie nie genau, wie er reagiert. Nicht? Wenn er da so brav nach der Verkehrsvorschrift gefahren ist und wird also dauernd überholt von einem Porsche und sowas, und dann möchte er auch mal gerne, dann kommt der Mensch. Und das werden Sie bei einem solchen autonomen Fahrzeug nie erleben. Das heißt, das Problem wird sein, wenn Sie so autonome Fahrzeuge haben und sie dann gleichzeitig einführen mit diesen, in Anführungszeichen, chaotischen menschlichen Systemen. Wie vertragen diese jetzt miteinander? Ich kenne das. Das war eine gute Ausrede im Gymnasium. Ich bin mit dem Auto zur Schule gefahren und die Ausrede, warum ich später war, ich musste in der 30er-Zone 30 fahren, weil vor mir die Fahrschule war. Da hat sich jemand wo sonst nie jemand 30 fährt. Und so wird das mit den Robotern auch sein. Oh, da ist schon wieder so ein Roboter vor mir, der fährt tatsächlich 100. Hier blitzen die nie. Das wird sicher kommen. Ne? Aber was sind denn dann die nächsten Schritte? Also was kommt nach so einem Fahrzeug? Kommt dann der nächste LKW, der vielleicht autonom fährt?
Ja, ich muss da erstmal, glaube ich, ein bisschen widersprechen, weil das natürlich gar nicht unbedingt so ist, dass ein Auto, natürlich wird das so, wie es programmiert ist, aber Sie haben ja selber eben auch die sogenannten Machine Learning Algorithmen erwähnt. Also wir arbeiten beispielsweise daran, dass ein Auto lernt, so zu fahren, wie in der Umgebung gefahren wird. Ja, wenn Sie sich vorstellen, die Firmen wollen ein autonomes Fahrzeug rausgeben und das muss einmal in Tokio fahren, das muss einmal in Bonn fahren und auch in Palermo, dann gibt es da unterschiedliche Fahrstile. Und das wollen heißt, Sie... Moment, das, entschuldigen Sie, Herr Burger, gleich wieder dran. Das heißt, aber wenn das Fahrzeug in Kairo fahren soll, dann hat es einen humanoiden Roboter auf dem Beifahrersitz, der nichts anderes macht, als aus dem Fenster sich lehnen und den anderen Autos aufs Dach hauen. Genau, zum Beispiel. Sonst kann man da nicht fortkommen, weiß ich aus eigener Erfahrung. Man kann solche Systeme durchaus auch so adaptiv machen. Und die Idee ist gerade, sie so zu bauen, dass man sie halt nicht erkennt. Ja, weil sonst würden die Leute möglicherweise anfangen und die so ein bisschen herausfordern. Haben wir ja auch mit unseren Robotern gehabt, die durch die Stadt laufen. Da versucht immer einer, sich in den Weg zu werfen und zu schauen, ob der wirklich vor einem noch anhalten kann. Also da ist dann, verlangt man dann so ein bisschen übermenschliche Fähigkeiten von den Systemen. Das würde aber auch bedeuten, wenn ich als besorgte Ehefrau meinem Mann ein autonomes Auto kaufe und dann fährt das so wie mein Mann. Dann müssen. Wo ist der Nutzen? Dann muss die Frau sich auch mal hinter Steuer setzen. Ja. Und, das kann ja noch schlimmer sein, unter Umständen. Könnte. Dass es theoretisch möglich ist, solche Automobile, das kennen wir ja auch von den humanoiden Robotern, die einfach lernen, im Umgang Verhaltensweise auch zu übernehmen. Nur, das wird wenig Sinn machen, wenn ich das auf Verkehrssysteme übertrage, denn was wir ja gerade verhindern wollen, sind ja Verkehrsunfälle. Das heißt, dieses Gerät sollte insofern vorprogrammiert sein, als ihm Rahmenbedingungen gesetzt sind, die es von vornherein nicht überschreiten kann. Während der Mensch also prinzipiell immer dazu fähig ist, das zu tun. Und das, denke ich mal, macht Sinn, dass wir das bei den autonomen Geräten von vornherein ausschließen. Das heißt nicht, dass die nicht besonders adaptiv sind und lernfähig in besonderen Situationen, das ja, aber eben ausgeschaltet ist, diese Verletzung der Verkehrsvorschriften. Und ich denke, das macht Sinn. Übrigens, ich könnte mir noch ein anderes Szenario im Vorfeld vorstellen. Nicht, dass auf Schlag jetzt lauter autonome Fahrzeuge uns ersetzen, sondern wir sehen das ja jetzt bei unseren Prämienfahrzeugen, also in der S-Klasse ist es ja zum Teil schon, dass da intelligente Funktionen eingebaut sind. Das heißt, dass schrittweise in den Automobilen Funktionen übernommen werden. Bei Lastwagen beispielsweise, die also autonome, bremslernfähige, adaptive Bremsfähigkeiten eingebaut bekommen und so. Ja. Oder das Stop and Go und bis 60 km/h in der S-Klasse. Dann auch da viel klüger sich verhalten. In dieser Weise stelle ich mir eigentlich die zukünftige Realität vor. Und am Ende sind dann die vollkommen autonomen Fahrzeuge. Übrigens, wenn ich vollkommen autonom fahren will, dann setze ich mich dann auch lieber nicht in so eine Blechbüchse, sondern dann lieber fahre ich mit dem ICE oder mit einem Flieger oder sonst was, mit der ganzen Infrastruktur. Das halte ich dann also für viel bequemer, muss ich sagen. Ich würde gerne ein bisschen was über die Realität sagen. Also wir reden hier ja gar nicht über die Zukunft. Darf man daran erinnern, das berühmte Google-Auto, anders auch technisch konzipiert als die deutschen Fahrzeuge, bereits über 1 Million Kilometer autonom gefahren ist. Deswegen den Ansatz von Ihnen, dass diese Adaptivfahren für irrsinnig halte, und zwar aus einem bestimmten Grund. Dadurch, dass das Fahrzeug, anders als die Deutschen, gibt ja auch in Deutschland, also in Berlin etwa, schon Fahrzeuge, die Sondergenehmigung haben, die autonom fahren, jetzt ist man einem drin in Berlin, Forschungsprojekte. Aber da ist es halt schon auf einer anderen Ebene und da hat sich natürlich sofort auch gezeigt, welche Probleme sich da ergeben. Das ist in erster Linie natürlich die Gesetzgebung, denn so wie in den USA und wie auch hier, stellt ja das Gesetz auf den Fahrzeuglenker ab, der ist verantwortlich. Und in zweiter Linie geht es natürlich um die Versicherung. Deswegen für absolut unmöglich halt, dass diese Systeme nicht, genau wie das Google-Auto, total defensiv programmiert werden. Schon, weil die Versicherer das verlangen werden. Und so ist es übrigens auch. Die über eine Million Kilometer, Meilen eigentlich, die das Google-Auto gefahren hat, sind ticketfrei. Die Juristen in den USA warten immer darauf, dass es mal zu einem ersten Fall kommt, wo ein Ticket ausgestellt wird, weil es einen Rotverstoß gab oder so. Das passiert aber schlicht nicht, weil die so defensiv programmiert sind. Und aus meiner Sicht mag ein Übergangsphänomen sein, dass Leute genervt sind wie so hinter einer Fahrschule.
Aber ich glaube, dass die Zeitspanne von 20% sehr stark autonome oder vollständig autonome Fahrzeuge bis zu 70%, wo die 20% Alkoholtrinker, also Menschen, die Fehler machen, die müde sind, wo die unangenehm auffallen, das wird relativ schnell gehen. Und insofern, das ist ja keine ferne Zukunft, die wir blicken. Ebenso nicht mit anderen Fahrzeugen. Denken Sie daran, in mehreren deutschen Städten fahren selbstverständlich schon autonome U-Bahnen, wo kein Fahrer mehr ist. Nürnberg zum Beispiel. Die Frage wird halt sein, wie wir mit genau dem Problem umgehen, was Sie eben umrissen haben mit diesem Kind oder Oma, ein bisschen plakativ. Denn wir akzeptieren, dass Menschen Fehler machen. Natürlich, wir haben ein paar hundert Verkehrstote im Jahr. Aber akzeptieren wir das in gleicher Weise, wenn das eine Maschine tut? Weil das einen Unterschied macht für uns Menschen, ob wir Menschen Fehler machen oder eine Maschine. Und es wird halt auch wieder, wie immer in diesen Datenfragen, sehr stark davon abhängen, wie die ökonomischen sozusagen Regeln geklärt sind, namentlich die Versicherung. Und in zweiter Linie, da habe ich überhaupt keine Zweifel, wird es natürlich ein vernetztes Fahren sein. Weil nur dann eine wirkliche Verkehrssicherheit verbessert werden kann, wenn die Fahrzeuge mehr wissen über vielleicht 3 Kilometer vorher, wo Blitzeis entsteht. Und was gleichzeitig wieder zu Fragen der informationellen Selbstbestimmung führen wird. Ich fahre halt vielleicht manchmal auch nachts zu meiner Affäre. Mhm. Ja, so, wir sind halt Menschen, wir haben Aspekte, die wir als privat empfinden. Wird relativ schnell passieren. Das ist gar nicht so. Ich komme mir immer vor, als man immer so eine ferne Zukunft redet, aber das ist ja gar nicht so. Man kann das ja schon sehen. Also als schlauer Partner guckt man im Navi letzte Ziele. Kann man so einiges überprüfen. Geht jetzt schon. Also mein Navi ist passwortgesichert und ihr? Wie viele Affären, Constanze, hast du? Kommen wir mal weg zum Auto, aber bitte weiter, weil es mich interessiert, was wir in 10, 20 Jahren in unserem Alltag haben werden. Reinwolfs, was werden wir in 10 oder 20 Jahren zum Beispiel an Kunstwerken sehen, die intelligent sind? Wird es Kunst geben, die sich auf mich als Betrachter einstellt? Vielleicht weiß, der mag Naturalismus und deswegen stelle ich mich jetzt anders dar als beim nächsten Betrachter? Also ich hoffe es ehrlich gesagt nicht. Also ich denke immer noch, dass es zum Wesen der Kunst gehört, dass die Kunst ist und dass wir eigentlich damit einen Umgang versuchen müssen zu finden und zu suchen. Also die Kunst hat sich irgendwann als autonomes Ding uns gegenübergestellt und wir sind in der Pflicht als Kunstbetrachter und Kunstbetrachterinnen, um einen Umgang damit zu finden. Klar wird es das geben, klar wird es dieses Wunschprogramm in Zukunft geben, davon gehe ich mal aus. Ich bin aber selber skeptisch, ob das so sein muss. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der auch gewisse intelligente Dinge, weil so nenne ich die Kunstwerke dann auch nochmal, wo gewisse intelligente Dinge ihre eigene Autonomie auch feiern dürfen und zelebrieren dürfen und wo wir dann mal einen intelligenten Umgang damit finden müssen. Also ein Kunstwerk als Katalysator, um Intelligenz beim Betrachter und bei der Betrachterin hervorzurufen, das dünkt mir eigentlich ein sehr schöner Ansatz, um auch künftig daran festhalten zu bleiben. Vielleicht auch die Frage, welche Art von Kreativität man so betrachtet. In einem Museum würde es vielleicht nicht so schnell passieren, aber für so Sachen wie Literatur oder Musik, glaube ich, würde es auch eher zu schnellen Änderungen kommen. Also wenn etwa ein Buch, das Sie lesen und der Roman und alle Leser in dem Sinne vermessen werden können, dass man weiß, wo wird überblättert, wo wird zurückgeblättert, wo wird aufgehört zu lesen, wird die Verlage verändern und natürlich auch diejenigen, die sie Romane schreiben. Also vielleicht ist es in einem Museum noch nicht so stark, aber ich glaube, in anderen kreativen Bereichen wie Musik oder Literatur wird da, glaube ich, diese Auswertung der Daten auch eine Menge bewirken. Für mich, also ich habe jetzt als Autor schon eine gewisse Rückmeldung, nämlich unterschiedliche Rückmeldungen für Papierbücher natürlich und für E-Books, weil da ja schon Daten anfallen bei manchen E-Book-Readern. Und natürlich beeinflusst mich das auch als Schreibender. Ich natürlich darüber Informationen, wenn ich möchte auch, oder in Zukunft auf jeden Fall in Echtzeit auch erfahre, wie die Leute mit dem, was ich schreibe, umgehen. Es wird erst so diese Groschenromane sein, die werden enden für sie und nicht für ihren Nachbarn. Also da wird man individuelle Bücher haben. Aber bei Literatur im eigentlichen Sinne wird es interessante Folgen haben für menschliche Kreativität. Auch das wird eine gradweise Entwicklung sein. Ich meine, wir haben ja heute schon Software, die in der Lage ist, in bestimmten Bereichen dann autonom, selbstständig also, Texte zu produzieren.
Also nehmen wir mal an, in überschaubaren Sparten, Sportberichte oder dergleichen mehr. Das wird nicht gleich Thomas Mann sein, der jetzt von der Software produziert wird. Aber ich könnte mir, weil wir wieder bei der DFG ja sind, ich könnte mir durchaus vorstellen, gerade im naturwissenschaftlichen Bereich, wenn man Artikel schreiben muss, ja, die sind nach einem bestimmten schriftlichen Standard produziert. Und dann sehe ich also die jüngeren Kollegen, die dann auch überlegen, ja, wie ist das mit den Formulierungen jetzt und dass es auch ein astreines Englisch ist und so und dass es da Software gibt und im Ansatz ist es ja längst da, die also in der Lage ist, solche Texte zu produzieren, die dann nachher in den pre-reviewed Journals publiziert werden und dann gebe ich im Grunde und das Eigentliche wird ja dann beim Naturwissenschaftler, beim Experimentator werden dann die Daten und die Ergebnisse sein. Ja, und diese Software formuliert das Ganze schon so zurecht, dass das akzeptabel ist. Das wird aber eine Entwicklung sein, die wird nicht so weit entfernt sein. Das heißt, kann ich wir mir stellen uns einen Groschenroman vor und der E-Reader registriert, in welcher Stimmung ich bin und dann bekommt der Bergdoktor die Frau am Ende oder nicht. Das ist machbar. Ja. Das Ende für mich geschrieben? Natürlich. In dem Moment, wie ich gerade drauf bin? Wäre doch cool, oder? Wer wünscht sich sowas? Ein aber Buch, gerade da, aber ein Buch, dessen Ende Rücksicht nimmt auf mich. Aber ich gehe davon aus, dass wir gerade dort noch die Grenze mit der Kunst ziehen würden. Ja, da sind wir bei der Kunst. Also wer wünscht sich ein Buch, was Rücksicht nimmt auf mich und das Ende wird entsprechend... wissen Sie... Ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt. Rein Wolf, ich komme sofort auf Sie. Aber ich glaube, es ist ein ganz spannender Punkt, weil als Journalist beschäftigt man sich ja auch ganz viel mit Dramaturgie. Und Dramaturgie steckt in einem Buch. Und das wichtigste dramaturgische Element, das es gibt, ist die Überraschung. Wenn ein Buch mich jetzt also nicht mehr überraschen kann oder weiß, wie es mich überrascht, oh Gott, wir sehen noch eine Ebene weiter. Also wenn das Buch jetzt weiß, wie es mich überraschen kann, aber dann, wenn ich ja schon weiß, ich werde überrascht, dann ist es ja nicht der Ausgang, den ich vermute. Und wie sehr freut man sich, wenn es der Mörder ist, den man gedacht hat, der es wäre, weil da war ja ein Hinweis am Anfang. Rein Wolfs, also Sie glauben, da ist eine Grenze, das wird etwas verletzen? Naja, ich glaube, dass die Grenze da gezogen wird, wo das Werk irgendwie autonom bleibt und autonom bleiben will und autonom bleiben kann. Ich glaube sicher in Interaktivität, da habe ich kein Problem damit. Und es gibt genügend gute interaktive Kunst bereits. Es gibt genügend künstlerische Installationen, in denen man etwas auslösen kann und in denen auch eine Kommunikation zwischen Kunstwerk und Betrachter stattfindet. Auch die Performance-Kunst ist davon ein gutes Beispiel eigentlich. Also es gibt Performance-Kunst, die sehr interaktiv ist. Aber das Kunstwerk ist immer dann noch das Ding, das Objekt und das vom Künstler reingelegtes Ding, wo klargemacht wird, also ich bestimme selber über, wie das dann auch tatsächlich gehandhabt wird. Sonst ist es auch schwer, über das Buch sich zu unterhalten. Wie, die kriegen sich am Ende. Aber sehen Sie, der Punkt ist doch, wir sollten jetzt nicht entweder oder diskutieren, entweder der Mensch oder die Software. Das, woran wir uns längst schon gewöhnt haben, ist die Symbiose von beidem. Das heißt also, wir werden die Software benutzen als Werkzeug und so stelle ich mir vor, dass das Künstler auch machen werden. Sie unterstützen und verstärken bestimmte Einlagen, einige Eigenschaften werden sich autonom entwickeln und das wird eigentlich die Zukunft sein. Und nebenbei bemerkt, ich war ein bisschen überrascht, als ich jetzt eben diese vielen Nullen sah, ich weiß nicht, ob bekannt ist, wie viele Radiosendungen eigentlich, die so über Tag laufen. Ich könnte jetzt hier konkrete Sender nennen, die weitgehend automatisiert sind, wo der Computer das Musikprogramm, übrigens auch bei klassischer Musik, aussucht und zwar nach den Kriterien, dass es also soft ist und wohlgestimmt ist und wenn dann so eine extreme Musik wie Wagner oder sowas, das klingt man sofort aus, sondern der Computer sucht dann so moderat gestimmte klassische Musik aus und das läuft weitgehend autonom ab und dann kommt die vertraute Stimme des Moderators, The Voice, und das ist im Grunde auch ersetzbar. Das heißt also, wir leben eigentlich schon in einer Welt, die zum großen Teil in dieser Weise automatisiert ist, nur wir bekommen es überhaupt nicht mehr mit und uns gefällt das auch. Also
meine, dieser Mixture, diese Mischung von der Software mit uns Menschen, das ist eigentlich die Realität, mit der wir es längst zu tun haben. Herr Mainzer, ich finde den Punkt so interessant, weil wir ja vorhin auch schon über das Smartphone gesprochen haben und es ist längst da. Ja? Würden Sie denn sagen, das ist schon Teil meines Ichs, meines Körpers geworden? Ja, also fragen Sie doch mal die jungen Leute hier in der U-Bahn oder sonst wo. Wir man fragen nimmt, unsere jungen nimmt, Leute, man nimmt alle. Ihnen den Knopf aus dem Ohr, das würden ja, die schon als Amputation Phänomen, empfinden. Wir machen das so. Wer empfindet es in einer gewissen Weise als Amputation, wenn er sein Handy an einem Tag nicht mit zur Arbeit nimmt, vergessen hat, nicht zur Hand hat? Wer empfindet es als in einer gewissen Weise als Amputation? Jetzt möchte ich gerne mal, Björn, wo bist du? Ja, du hast eine 1 gezeigt, ne? Vielleicht ist jemand da, Frau Rateike, Frau Niehaus. Björn, da unten, der junge Mann, den wir vorhin so gequält haben auf der Bühne. Ich würde gerne wissen, wenn du, lieber Björn, dein Handy vergessen hast oder dein Smartphone, was fehlt am meisten? Mikrofon kommt jetzt. Dankeschön. Was fehlt am meisten? Das Adressbuch, ein Twitter-Zugang und die Chance, E-Mails in Echtzeit lesen zu können. E-Mails? Mhm. Gut, das ging ja noch an einem Rechner. Naja. Erreichbarkeit? Angerufen werden vielleicht? Ja, klar. Aber das ist eher schon fast trivial. Ne? Wie viele Nummern kannst du noch auswendig? Die von Mama. Ist sie hier? Kann sie das genießen? Nein, ich weiß nicht, es sind vielleicht, also über 10, 15 kann ich vielleicht irgendwas sagen, aber das ist irgendwie weniger geworden über die Jahre, wirklich, ne? Alles andere. Toll, ja, danke schön. Ja, danke. Herr Burkhardt, wenn wir jetzt 10, 20 Jahre in die Zukunft gucken, was werden wir noch für Prothesen haben, noch für Möglichkeiten, vielleicht ein Cyborg zu sein? Ja gut, ich meine, das ist natürlich so eine Entwicklung, die ohnehin kommen wird. Ja? Also ich gehe zum Beispiel davon aus, dass man in naher Zukunft auch tatsächlich autonome Prothesen haben wird. Also Prothesen, also man arbeitet ja jetzt auch daran, schon im Fall von Amputationen oder so Prothesen zu bauen, die tatsächlich Dinge greifen können. Es gab jetzt auch erste Versuche, tatsächlich Gefühl, also die Berührungsinformationen, die man also mit die taktile Information tatsächlich wieder zurückzuspeisen in das periphere Nervensystem, und die Leute konnten tatsächlich auch unterscheiden, ob sie jetzt was Hartes oder was Weiches gegriffen haben mit dieser Prothesenhand. Also in diese Richtung werden große Schritte kommen, und die müssen auch einigermaßen intelligent sein, weil stellen Sie sich vor, bisher ist das so eine Art passive Intelligenz, also so ein Bein bewegt sich halt irgendwie so, dass es einigermaßen gut funktioniert, aber da ist kein Rechner drin, der das macht. Und man könnte dadurch, dass man das mit einem Rechner unterstützt, halt eigentlich viel natürlicher sich bewegen noch. Und dann kommen aber auch so diese Probleme auf, dass man sicherstellen muss, dass das Bein nicht irgendwas Komisches macht. Also oder gehackt wird. Ja. Gehackt wird und dann dem Vordermann im Bus ins Knie tritt oder so. Schatz, ja? Ich bin zu meiner Geliebten gar nicht selbst gelaufen. Und aber ich meine, das sind auch wieder so Dinge, wo man sicherlich mitrechnen muss, dass das kommt. Und, oder zumindest, dass das angeboten wird. Und dann kann die Gesellschaft entscheiden, ob sie das wünscht oder nicht. Ja. Und also ich glaube, das ist leicht nachvollziehbar. Jemand mit einer Behinderung, jemand, der eine Amputation hat, der wünscht sich natürlich einen Arm, der möglichst gut funktioniert, dass er in einer normalen Welt, wie wir sie haben, möglichst viel von dem machen kann, was jemand mit zwei Händen tun kann und zwei Armen. Aber was ist denn jetzt mit jemandem, der keine Behinderung hat, der vielleicht einfach nur kurze Arme hat, kann der eine Fingerverlängerung oder irgendetwas, so ein Zwischenfall, so eine Graustufe, was wird kommen in 10, 20 Jahren? Ja klar, da muss man sich natürlich, das ist ja auch so ein bisschen diese Diskussion, die im Rahmen dieser Teilnahme von Beinamputierten an Olympischen Spielen im 100-Meter-Lauf oder zum Beispiel wenn der jetzt irgendwann tatsächlich mit seinen Carbon-Beinen schneller läuft als der amtierende Olympiasieger, dann kann es schon passieren, dass irgendjemand sich entscheidet, sich da lieber so zwei Carbon-Teile hinmachen zu lassen. Und also ich scherze das auch schon immer, dass wenn ich jetzt, sag ich mal, irgendein Carbon-Bein oder ein Titan-Bein hätte, so, dann wäre ich auch ein bisschen schneller auf dem Fahrrad wahrscheinlich. Ja. Aber ich meine, das ist halt etwas, sowas wird es sicherlich geben, und wir augmentieren uns ja wahrscheinlich auch
so schon. Also es wird sicherlich irgendwelche Dinge geben, die wir auch in dieser Richtung machen werden. Aber ich denke, wir müssen nicht an diese spektakulären Dinge denken, irgendwelche Prothesen, die wir haben, die sichtbar sind, sondern das, was der Alltag werden wird, ist das, was heute ja schon in der Medizin diskutiert wird, als personalisierte Medizin. Das heißt, wir haben ja eine Evolution, eine explosive Entwicklung der Sensortechnologie. Dass wir Sensoren haben werden, nicht nur die Google Glasses, sondern Sensoren auch in unserem Körper, die, zum Teil tragen wir sie ja auch schon, die medizinisch relevanten Daten festhalten oder etwas ganz Zentrales. Das ist die Frage ja der Krebstherapie. Der Krebs, die Tumore mutieren ja in individuell unterschiedlicher Weise. Und das wissen wir ja, es hängt entscheidend davon ab, dass wir möglichst frühzeitig schon die Veränderungen auf der Proteinebene, also auf der Eiweißebene, auf den Ebene der Bausteine einer Zelle erkennen. Und da wäre also eine Nanotechnologie, die in der Lage ist, das im Körper frühzeitig zu beobachten, wäre natürlich äußerst hilfreich und dann auch zur Überwachung, um die Therapie jeweils anzupassen. Also ich könnte mir vorstellen, in der Medizintechnik, da werden wir einiges erleben. Das wird nicht so spektakulär sein, wie jetzt bei diesem Olympialäufer da mit seinen Titanbeinen und sowas. Da werden ja nur die wenigsten von uns auch daran interessiert sein, sowas zu haben. Aber wir werden natürlich alle daran interessiert sein, dass wir von dieser fürchterlichen Krankheit nicht heimgesucht werden. Und da die Medizintechnik, und das wäre ja auch ein zentrales Thema, ja gerade für die DFG, ja, dass da sich also Entscheidendes tun wird mit dieser Technologie, davon gehe ich eigentlich aus. Und ich kann nur hoffen, dass diese Art von Innovationen tatsächlich auch hier in diesem Land zum Erfolg führen. Aber ich glaube, da muss ich auch noch mal ganz kurz einhaken. Das ist natürlich nicht so ganz einfach voneinander zu trennen, ja, sondern es gibt auch Krankheitsbilder, wo das tatsächlich dann einen fließenden Übergang hat. Also man geht im Moment davon aus, dass Depressionen tatsächlich eine Krankheit sind, die man durch Stimulation des Gehirns, elektrische Stimulation, ähnlich wie bei Parkinson oder Tremor, tatsächlich durch ein sogenanntes Tiefenhirnimplantat, wo also tatsächlich tief im Hirn stimuliert wird, beeinflussen kann. Das Problem besteht jetzt daran, dass wenn das tatsächlich so ist, ja, dann würde man wahrscheinlich und Depression ist tatsächlich eine Krankheit, die extrem viel wirtschaftlichen Schaden verursacht und auch sonst natürlich einen extrem großen sozialen Schaden auch. Ja. Also gut, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal im Zug gesessen wegen eines Personenschadens. Bei uns stürzen sie sich vor den Zug, in den USA springen sie von den Brücken. Und jetzt ist das Problem wird jetzt dadurch entstehen, dass wenn man so etwas einpflanzt, so einen tiefen Hirnstimulator, dann ist das keine binäre Geschichte, sondern das wird so ein Drehknopf sein. Und an diesem Drehknopf werde ich dann entscheiden oder antworten müssen, wie happy ich jetzt bin. Ja? Und das heißt, ich habe dann plötzlich so ein Gerät an mir, das meine Happiness beeinflusst. Ja? Und ich habe einen stufenlosen Regler dazu. Ja, natürlich. Ja. Und also das ist einerseits medizinisch. Stopp. Herr Burkert, Sie sind gleich wieder dran. Aber jetzt möchte ich wissen, wem läuft gerade kalt den Rücken runter? 1 für kalt den Rücken runter, 0 für hätte ich gerne den Regler. Also bei Happiness hätte ich das nicht gerne, aber bei der Krebstherapie hätte ich es schon gerne. Ja, spannend, sehr gut. Und jetzt, Herr Burkert, weiter. Ja, aber es sind da viele Menschen, die tatsächlich von Depressionen auch betroffen sind. Also ich kenne auch einige, die sich von der Brücke oder vom Kirchturm gestürzt haben. Ich würde mich freuen, wenn die noch am Leben wären. Und da muss man sich schon überlegen, dass, wenn man das erkennt, dass man dann tatsächlich diesen Menschen auch helfen kann und auch den ganzen Angehörigen. Mit dem Seiteneffekt, dass die vielleicht happier sind, als sie sein müssten. Aber wissen Sie, was mich stört? Was mich stört an diesem Eingriff, der gerade so an der Grenze ist, auch zur Psychologie, was mich stört, dass das durch irgendwelche Software und Mechanismen dort verhindert und entschieden werden soll. Denn ich kann mir ja sehr gut vorstellen, dass jemand frei bestimmt, und aus der Literatur haben wir ja diese Fälle, der sich für den Freitod, den Suizid entscheidet.
Und ich meine, die Philosophie hat mal angefangen mit einer großen Gestalt, die diesen Tod also freiwillig gesucht hat. Das ist auch ein Akt der Selbstbestimmung. Und das gehört auch zum Menschsein dazu. Das muss man also auch berücksichtigen. Man kann das nicht also als Krankheit darstellen. Aber ich will auf nein, einen das anderen, ist falsch. Ich, glaube, ich, will, auf einen, ich will aber auf einen anderen Punkt hinaus. Es ist tatsächlich eine Krankheit. Ich, will ja, gibt einen, ja ich glaube, Sie tun auch den Menschen, die davon betroffen sind, wirklich müsste, Unrecht. Das müsste man im einzelnen Fall genau diskutieren. Ich glaube, das geht nicht um Einzelfälle, so es geht da um die große Zahl. Aber ich könnte mir einen anderen Fall vorstellen. Und ich bin auch im wissenschaftlichen Beirat an der Paracelsus-Klinik in Salzburg und da wird etwas anderes erprobt, also mit suizidgefährdeten Patienten. Da gibt es Software, die beobachtet den Menschen, aber dann gibt es das Gespräch mit dem Therapeuten. Das heißt, da geht der Therapeut in der Sprechstunde dann regelmäßig mit diesen Patienten durch, wie sie sich entwickelt haben und bespricht das mit ihnen. Das heißt, da findet eine Kommunikation statt und dann ist auch ein Mensch eingeschaltet, der das nochmal in besonderer Weise filtert und beurteilt. Also gerade bei diesen psychologischen Grenzfällen wäre mir da sehr viel wohler, wenn da auch auf die menschliche Kommunikation nicht verzichtet würde. Ja, bitte. Also spannend die Diskussion zwischen einem depressiven Menschen, dem man helfen möchte und eine Verpflichtung hat, der Möglichkeit, den Freitod vielleicht auch von jemandem, der nicht depressiv ist, der das ganz bewusst aus einer anderen Perspektive sieht und deswegen sich dafür zu erhalten. Und jetzt kommt noch eine neue Dimension. Was ist, wenn dieser Drehregler gehackt wird? Und ich jetzt erpresst werde und so, ja, wenn du morgen noch gut gelaunt sein willst, dann auch denkbar, oder? Ich meine, darauf könnten wir uns einstellen 2050 und wer weiß, also so weit ist es vielleicht gar nicht mehr weg. Es ist kein futuristisches Problem. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel, etwa Dick Cheney mit einem Herzschrittmacher, der über Funk geupdatet wird. Und als er in das Hohe Amt kam, war natürlich sofort von sozusagen Seiten des Secret Service klar, da muss man mal sich Gedanken machen. Also das ist ja nicht wirklich ein futuristisches Problem, weil wir natürlich schon heute, etwa bei medizinischen Produkten oder auch Opiumpumpen oder dergleichen, haben wir oft aus Gründen des Patientenschutzes ein Funk-Update, damit man eben nicht den Körper aufschneiden muss, wenn man Änderungen an dem Gerät oder an dem Programm vornehmen will. Die Probleme gibt es ja schon, aber was mich so richtig stört, ist ja eigentlich das Menschenbild, was hier vermittelt wird. Depression als wirtschaftlicher Schaden. Ja. Ich möchte gerne einen Punkt machen zu, der so Klammer ist, um diese vielen Beispiele, nämlich, was ja hinter diesen Datenmodellen steckt, diese ganze Gerede über Big Data Analytics und Privacy is dead, und man müssen wir uns jetzt dran gewöhnen, ist doch eigentlich, ist ja so eine Art neoliberales Weltbild, was die Effizienz, die Optimierung, auch die Optimierung des eigenen Körpers in diesen Vordergrund stellt. Und das ist doch eigentlich eins der Probleme, wo wir drüber sprechen müssen. Will ich sozusagen, ich will da gar nicht in so ein Schwarz-Weiß-Denken fallen, weil ich glaube, dass wie immer im Leben wird irgend so ein Graubereich sein, in dem wir landen. Da müssen wir nochmal drüber reden. Ich lasse mich da nicht sozusagen unsere gesellschaftlichen Subsysteme von irgendwelchen nur an im Prinzip Datengeschäftsmodellen interessierten Technofirmen dominieren, sondern ich möchte natürlich gerne als Zivilisation irgendwie selber entscheiden. Ja, und wir werden in so einen Konformitätsdruck kommen, genau an so einen Beispielen. Denn wenn sozusagen, wir nehmen mal so ein Beispiel wie Krebsforschung, gerade bei der medizinischen Forschung ist es evident und in Großbritannien kann man das teilweise schon beobachten, weil da sozusagen diese Ausnutzung und auch die Analyse von großen medizinischen Datenmengen weiter fortgeschritten ist, auch in den USA. Wir werden in so eine Situation kommen, dass Sie als derjenige, der sich verweigert an bestimmten sozusagen nennt mal jetzt Mitwirkung mit Ihren Daten mitzumachen, dann werden Sie als derjenige, der möglicherweise die Erforschung von Krankheiten stört. Behindert. Ja. So, ich denke, wir müssen gucken, dass wir da nicht in einen anderen Konformitätsdruck kommen. Das wird schwer werden. Das sieht man nämlich heute schon. Fragen Sie mal sozusagen etwa bei der nationalen Kohorte, die größte Medizindatensammlung, die wir in Deutschland haben, wer dann nämlich ablehnt, mit welchen Argumenten man da so konfrontiert wird. Ich glaube, das wird sehr schwierig, zumal wir nicht verhindern werden. Das sollte uns vollkommen klar sein, die Technik wird in uns sein. Ich habe auch nicht die Absicht, diese Entwicklung zu verhindern. Die Frage ist nur, wer die Regeln davon macht.
Ja, ich glaube. Und wer sorgt dafür, dass die Regeln eingehalten werden? Das ist noch ein ganz anderes Problem. Also, da will ich gar nicht schon wieder NSA sagen, aber ja. Rheinwolf, ist das nicht ein spannendes Thema genau für die Kunst? Wenn wir jetzt optimieren können bis zum Ende, bei Krankheiten ist es ganz ersichtlich, ne? Krebs, das möchte ich nicht bekommen, Vorsorge betreiben, das verstehe ich, wenn es da etwas gibt, was mir hilft, ist das ja vielleicht ganz gut. Einen Arm, der mir fehlt, ersetzen, vielleicht eine Schwäche, die ich habe, kurze Beine mit einer Mini-Prothese und dann habe ich doch Konformitätsdruck, die langen Beine, die ich mir so wünsche. Und auf einmal gibt uns die Technik die Möglichkeit, konformer zu werden und vielleicht haben wir selber einen Drang dahin, vielleicht steuern das Unternehmen Bilder in der Werbung. Wo muss die Grenze sein des Originären und kann da Kunst nicht vielleicht der Schlüssel für sein? Ja, die Frage der Optimierung der Kunst ist schon eine Frage, die sehr philosophisch ist, muss ich von vornherein sagen. Ich habe also die Optimierung der Kunst habe ich bis jetzt nicht wahrnehmen können, zeitlich gesehen. Also wenn wir jetzt die große Kunst versuchen zu deuten, dann reden wir von Kunst aus allen möglichen Zeiten. Dann reden wir von Michelangelo, dann reden wir von Da Vinci, dann reden wir von Mondrian, dann reden wir von Mecciobani heute. Also wir können nicht von Optimierung reden. Wir haben da keine lineare Geschichte gesehen. Wir haben eine Geschichte gesehen in der Kunst, die bisher immer eine Geschichte war, wo ein gewisses Kontinuum immer wieder durch Diskontinuum-Momente irgendwie ganz stark aus dem Ruder geworfen wurde. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass das in Zukunft der Fall sein bleiben wird. Wir können in Kunst keine Kriterien, denke ich, entwerfen, wo wir sagen können, so gehen wir in Richtung einer Optimierung. Ich halte das für unmöglich. Ich halte das in der Literatur für unmöglich. Ich halte das in der Musik für unmöglich. Wir können technische Qualitäten können wir optimieren, aber wir können den Inhalt nicht optimieren. Ich denke, in gewisser Weise trifft es auch für die Wissenschaft zu. Es läuft nicht darauf hinaus, jetzt auf Teufel komm raus zu optimieren. Das sind in der Tat, die Gefahr sehe ich auch, das sind in der Tat wirtschaftliche Interessen, die dann letztendlich da sich durchsetzen sollen. Aber was von der Technik und von der Wissenschaft eigentlich geleistet werden könnte, das ist Optionen bereitzustellen, Möglichkeiten. Es ist einfach gut zu wissen, dass wir technisch-wissenschaftlich in der Lage wären, Therapien zu entwickeln oder Vorsorgeverfahren zu entwickeln, um beispielsweise Krebs zu erkennen. Dann ist es immer noch eine Frage der Entscheidung, ob man das für sich anwenden will oder nicht. Und ich denke, diese Freiheit muss also offen gehalten werden. Das heißt also, was wir unbedingt brauchen, das ist auch eine Schulung der Urteilskraft des Menschen. Ja, und das muss schon auf den Schulen anfangen. Daran müssen wir, das Gefährlichste, was ich sehen würde, ist, so sehr ich mich für die Entwicklung der Algorithmen seit meiner Studienzeit interessiere, aber das Gefährlichste wäre, dass wir uns aus Bequemlichkeit daran gewöhnen, dass in einer automatisierten Welt alle möglichen Verantwortungen von Systemen übernommen werden. Mhm. Ja, sondern dass wir uns auch die Freiheit bewahren und das dazu auch in Anreizsysteme schaffen, ob das in der Erziehung ist oder sonst wo, dass wir also dann selbstbestimmt darüber auch entscheiden und dann in konkreten Fällen wie zum Beispiel bei der Krankheit. Ich meine, wir haben ja jetzt im Bundestag eine Diskussion, die ganz ähnliche Fragen geht, da geht es also um unser Lebensende. Wie sollen wir jetzt darüber entscheiden? Im Grunde geht es um dieselbe Grundfrage. Die Technik nimmt uns diese Entscheidungen nicht weg. Die kann noch so hoch automatisiert sein, wie sie will. Sondern letztendlich müssen wir darüber unterscheiden und sollten wir vor allen Dingen darüber entscheiden, wann wir diese technischen Möglichkeiten einsetzen wollen oder nicht. Da möchte ich jetzt aber ganz kurz, muss ich jetzt dringend noch mal was zu sagen. Ja, zu zwei Dinge muss ich noch mal erwähnen. Erstens mal, ist es natürlich, muss man die Sache natürlich etwas differenzierter betrachten. Ja, wir leben hier in einer Gesellschaft, die sehr stark auf den
Preis schaut und sehr stark preisgetrieben ist. Die Mehrheit der Leute geht zum Discounter und kauft Essen, das billiger ist als der Transport des Essens. Ja, und deswegen macht es schon Sinn, sich auch mal darüber zu unterhalten, wie teuer eigentlich unser Krankheitssystem ist. Das andere, was ich noch erwähnen möchte, ist, man sollte schon differenzieren zwischen Leuten, die einen heroischen Freitod wählen und den vielen Tausenden, die wirklich unter einer Krankheit leben. Die Tatsache, das in eine Ecke zu stellen, die Psychiatrie, als wäre sie, oder die Depression, als wäre es ein eigener Entscheid, das zu tun, sich selbst zu töten, ist gerade das Problem, was im Prinzip das verhindert, dass diesen Leuten geholfen werden kann. Weil sie eben ausgegrenzt werden von der Gesellschaft und nicht offen damit umgehen können. Und wir müssen endlich aufhören damit, das so zu tun, als wäre das etwas Heroisches, sich von einer Brücke zu stürzen. Und an dieser Stelle, und das ist das Letzte, was ich dazu sagen möchte, muss man auch bedenken, dass gerade diese Leute das eben halt nicht mehr differenziert betrachten und selbst entscheiden können, sondern denen muss tatsächlich von außen geholfen werden. Das kann durch einen Arzt passieren, aber die Ärzte sagen selbst, jedenfalls die Mediziner, mit denen ich gesprochen habe und die auch da an der Forschung dran sind, die sagen, zu einem gewissen Zeitpunkt verlieren wir den Patienten einfach. Das ist genauso wie bei Krebs. Und da gibt es, und das ist eine nicht unerhebliche Menge von Menschen, die davon betroffen sind. Und da gibt es wahrscheinlich keine andere Möglichkeit im Moment als die Stimulation. Und wenn wir dadurch dann der Seiteneffekt davon ist, dass wir dadurch auch noch Geld sparen, dann finde ich das auch nicht schlecht. Ich muss das hier abwürgen, damit wir uns nicht verrennen. Aber der Grundgedanke, der bei Ihnen beide dahinter steht, den will ich aufgreifen. Nämlich die Frage, inwieweit können wir uns in einer Welt voller intelligenter Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, dann doch noch frei entscheiden. Und ich könnte mir ein Szenario vorstellen, wo diese freie Entscheidungskraft vielleicht durch eine Krankheit getrübt ist, aber vielleicht auch durch eine Sucht nicht mehr da ist oder zu guter Letzt durch die Liebe. Und ich weiß, Herr Mainzer, was Sie für eine Einstellung haben dazu, deswegen frage ich Sie noch nicht als Erstes, sondern erstmal Herrn Burkhardt, könnten Sie sich vorstellen, in einen Roboter verliebt zu sein? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht so wirklich. Man hört ja so Stories, dass Leute in Siri verliebt sind. Und, aber wir denken, wir reden jetzt über das Jahr vielleicht 2050, 2080, 2100. Ja, gut, wenn die Roboter dann halt so viel freundlicher sind als die anderen Mitmenschen, vielleicht. Konstanze? Also, da fallen mir eigentlich zwei Gedanken, eigentlich drei ein. Also, das erste ist, ich muss immer an Data denken, wenn Sie sich an Star Trek erinnern, der ja heiß begehrt war von vielen. Aber Menschen selber nicht lieben konnte. Später schon, er hatte später einen Emotionschip. Aber man muss sich also die Sophistication sozusagen oder die Fortentwicklung dieses Systems vorstellen. Also was mir aufgefallen ist, ich hatte in letzter Zeit mit einigen Robotern zu tun, die speziell darauf programmiert sind, emotionales Feedback zu geben. Und ich habe natürlich an mir selber als quasi Proband beobachtet, wie stark das wirkt. Insofern, jetzt müsste man sagen, was meint man hier mit Liebe? Also meint man damit, dass man sich an dieses technische Gerät gebunden fühlt, dass man dafür sorgen möchte? Das ist ja heute oft so Roboter, die programmiert sind als Spielzeuge oder als, nennet jetzt mal, ja, Hundersatz oder so, also Tierersatz oder als Partner für einsame Menschen. Und ich denke schon, die sind optimiert für sozusagen ein Feedback-System. Und auf mich hatte das jedenfalls eine relativ starke Wirkung. Reinhold, gebe ich offen zu. Könnten Sie sich vorstellen, verliebt zu sein in ein intelligentes Ding? Ich will das nicht ausschließen. Also ich kann mir das schon vorstellen. Ich glaube, also wir haben vorher die Frage beantworten müssen, wie das wäre, wenn man das Handy mal zu Hause gelassen hat. Das sind Dinge, die in eine bestimmte Richtung weisen. Das weist in eine Richtung der emotionalen Bindung. Und ich glaube, dass diese emotionale Bindung eher verstärkt werden könnte. Also die emotionale Bindung in Richtung Objekten, in Richtung Dingen. Ich würde es nicht ausschließen. Also wir haben ja jetzt vor kurzem diesen Blockbuster gehabt, Her. Hat ihn jemand gesehen, den Film Her? Den Film halte ich... Unbedingt gucken. Ja, würde ich auch empfehlen. Den Film halte ich streckenweise für realistisch. Und zwar deshalb,
weil er ein Szenario zeigt, das noch gar nicht in der Technik jetzt so weit in der Zukunft ist. Hier geht es ja einfach um eine Stimme. Genau. Es geht einfach um eine Stimme, in der sich jemand verliebt, mit der er also kommunizieren kann auch. Und ich habe ja eben von den Radiosendungen gesprochen, wo es The Voice gibt. Und dann finden also viele diese Stimme sehr sympathisch, kennen die Person überhaupt nicht. Und dann kommt hinterher raus, dass das weitgehend schon von Programmen abhängt und dass diese Zusammensetzung auch der Reaktionen heute schon zusammengestellt ist. Und trotzdem entwickeln wir eine Emotion dazu. Ich glaube, das ist etwas grundsätzlich Menschliches. Das kennen wir vom Animismus her. Wir neigen dazu, alles zu vermenschlichen. Ja? Wir projizieren überall Menschliches rein. Unsere Religionen beruhen darauf. Der Philosoph Feuerbach hat es seinerzeit ja auch im 19. Jahrhundert gesagt. Unsere Götter sind projiziert in menschenähnlichen Bildern. Ja? Überall projizieren wir das, was uns sympathisch ist, projizieren wir Menschliches hinein. Und warum sollen wir das nicht in Technik tun, die sehr autonom agieren kann? Also sowas wird kommen und ist zum Teil schon da. Viele wissen es nur gar nicht. Können Sie sich vorstellen, dass Sie sich in ein intelligentes Ding verlieben? Ein intelligentes Ding ist nicht Ihre Ehefrau oder... Eins ja, null nein. Das ist eine große Mehrheit, die sich das noch nicht vorstellen kann. Oder so groß ist die aber nicht. Ja, 60-70%. Halten Sie noch mal hoch, damit Constanze bitte alles durchzählt. Einzel. Ich sage 40. Das sind so ganze Fraktionierungen. Aber die ganze Ecke da hinten. Da oben, so lauter Ecke. Einsen, lauter Nullen. Ich habe das noch im Ohr, was du gesagt hast, Constanze, sich gebunden fühlen und für etwas sorgen möchten. Vielleicht ist das schon mehr als in der einen oder anderen Beziehung. Ja, ich will vielleicht ein konkretes Beispiel, was so ein Tierersatz sein soll, mal klar machen. Also es ist ja nicht wie ein Tier, weil also einen Hund kann ich halt nachts nicht abstellen, wenn ich mal meine Ruhe haben will. Das finde ich natürlich schon. Aber dennoch hat es natürlich viele Funktionen, die ein Haustier sozusagen für Menschen erfüllt. Also ich meine, der reagiert auf mich. Beschwert sich, wenn ich mich nicht darum kümmere. Also diese typischen, der Effekt, den man früher bei diesen Tamagotchis hatte, nur noch viel stärker, weil das Feedbacksystem auch haptisch ist und so weiter. Als schnurrt und so. Und intelligenter und abwechslungsreicher. Aber es ist letztlich nicht anders, als Professor Mainzer beschrieben hat, eben bei Industrierobotern. Also ich habe so eine Rundreise in Produktionshallen gemacht, also richtig Industrieroboter, also ohne Kopf und Gesicht, sondern Industrieroboter in Käfigen. Lustigerweise, die haben Namen. Wenn der Wartungsingenieur oder der Informatiker hingeht, dann geht er zu Horst, nicht zu MH374. Also diese Form, die natürlich ein bisschen zu vermenschlichen, nimmt natürlich zu, je enger wir mit ihnen arbeiten. Und diese neue Form von Industrieroboter, die übrigens auch lustigerweise immer einen Kopf und ein Gesicht haben und ein Feedbacksystem, was die nicht müssten, das tut man nur, weil man natürlich mit denen zusammenarbeiten will. Man merkt, dass sie sich auch einstellen auf die Intensität der Kooperation, die zwischen Mensch und Maschine notwendig ist. Ich glaube, das ist wirklich sehr menschlich. Aber an der Stelle kann man natürlich auch noch erwähnen, dass es auch Forschung in Richtung des robotischen Turing-Tests gibt. Ja, also ich glaube, das Bild ist eben mal kurz gezeigt worden. Hiroshi Ishiguro mit seiner Kopie, also der Roboter, der so aussieht wie er selbst. Und sie sehen aus wie Zwillinge, aber man kann eben halt den Roboter nicht von ihm selbst unterscheiden. Und das wäre sozusagen das Endstadium von dem, und das würde uns zurückbringen auf den Anfang der Diskussion, wo dann, wir haben das so ein bisschen natürlich in allen möglichen Dingen, also in Filmen. Fotografien waren früher authentisch, das ist heute auch nicht mehr so. Es hat alles nicht mehr so stattgefunden, wie es abgedruckt ist. Und wir müssen filmen, also die Filme sind zum großen Teil gerechnet, haben nicht so stattgefunden, wie man das glaubt oder wie man es da sieht. Und das wird vielleicht auch mal mit physikalischen Kreaturen so sein. Wobei ich also immer noch die Zukunft nicht so sehe, dass wir da mit humanoiden Robotern, das ist diese Art von literarischer Fiktion, ist auch typisch menschlich, weil wir uns nicht anderes Intelligenz in hochentwickelter Form vorstellen können, als in solchen menschenähnlichen Gestalten, so wie wir auch unsere Götter immer in menschenähnlichen Gestalten dargestellt haben. Es gibt eine Intelligenz, die auch in der Evolution angelegt ist, Stichwort Schwarmintelligenz, die sehen wir gar nicht, die steckt in den Funktionen der Systeme drin.
können. Heute würde man sagen, die Cloud. Und diese Art der Intelligenz, mit der haben wir es heute schon zu tun und die wird auch unsere Zukunft sehr stark bestimmen. Das heißt, in der Infrastruktur, zum Beispiel ganz konkret, darüber haben wir heute Abend noch nicht gesprochen, Industrie 4.0. Das heißt, die Arbeitswelt wird sich umgestalten, weil am Arbeitsplatz die Menschen ganz konkret mit diesen intelligenten Arbeitsgeräten zu tun haben werden, Horst. Mit denen sie kognitiv interagieren, mit denen sie sprechen und die sie wahrnehmen. Das heißt, die Geräte nehmen mich dann auch wahr und erkennen, das ist ein Mensch und nicht ein anderes Werkstück und solche Geschichten. Ich meine, das ist die Welt. Schauen Sie nach Hamburg, dort zum Containerhafen. Ja, der ist weitgehend, ist die Logistik dort automatisiert in Roboterfahrzeugen, die autonom entscheiden, wie die entsprechenden Geräte dort transportiert werden sollen. Das ist eigentlich die Zukunft, diese Art von Intelligenz. Ich vermute, noch in den nächsten 10, 20 Jahren werden die wenigsten mit humanoiden Robotern zu tun haben. Ja, das ist immer so, was wir uns vorstellen und dann sagen, ach ja, das kommt sowieso nicht. Und diese Art von Robotern, die halte ich auch für völlig ungefährlich. Ich meine, ich kenne ja so einige bei uns, wenn die mir zu nahe kommen und ich gebe denen einen Stoß, dann fallen sie um. Ja? Oder ich nehme ihnen die Batterie weg oder sonst was. Also das ist auch nicht die dramatische Welt. Das ist diese schleichende, diese versteckten, intelligenten Funktionen in den Netzwerken, in der Arbeitswelt. Das wird das Thema sein, mit dem wir es in allernächster Zukunft zu tun haben werden. Also ich finde, man soll es auch nicht verniedlichen. Um sich anzusehen, was wir zu erwarten haben, muss man natürlich, was man immer machen würde, die Spitze der Roboterforschung ansehen. Und die im Wesentlichen durch Militärgelder finanziert ist. Ich meine, wir leben in einer Welt, wo es die ersten Prototypen gibt, die sich Killer-Robots nennen, programmierte Tötungsmaschinen, Zweibeiner. Selbstverständlich werden die nicht so ähnlich aussehen wie wir, wenn man schnell merkt, dass die menschliche Physiognomie nicht unbedingt optimal ist. Das sieht man auch schon. Ich meine, man kann sich etwa einmal im Jahr ansehen, wie diese Teams gegeneinander in Wettbewerben antreten und was das für Geschöpfe sind. Ich meine, die gibt es schon. Ich denke, wir sollten das auch nicht verniedlichen. Ah, das ist also, klar. Ich glaube, ihr verniedlicht niemand etwas. Die noch andere Fragen aufwirft, als wir sie bisher haben, ja. Die sich von der Arbeitswelt lösen wird. Es ist nun mal so, dass auch gerade in der Robotik natürlich unfassbare Militärgelder reinfließen, die natürlich nur Rückwirkung haben darauf, was geforscht wird. Da muss ich, glaube ich, jetzt mal widersprechen. Das ist gar nicht der Fall. Es gibt keine Militärgelder in der Roboterforschung. Ich habe nicht gesagt, dass es keine gibt, aber es ist nicht richtig, dass der Großteil der Finanzierung von dem Militär kommt. Also zum Beispiel ist es hier in Deutschland so, dass ein verschwindend geringer Anteil aus dem Militär kommt und ist auch so, dass die in den USA natürlich in der Vergangenheit natürlich Forschung da reingeflossen ist, aber im Wesentlichen eben halt im Kontext von diesen Improvised Explosives, die es beispielsweise im Irak gegeben hat oder bei den ganzen Missionen, die da gehabt haben und eben das waren zum Beispiel Anwendungen, die da gemacht haben. Also ich würde das jetzt nicht so unbedingt auf diese Art so über einen Kamm scheren und verteufeln, genauso wenig wie ich solche Begriffe wie schleichende Innovationen und so weiter, glaube ich, in dem Kontext für falsch finde. Wir sind dabei, Prozesse zu optimieren und Deutschland wettbewerbsfähiger zu machen. Wir können natürlich in den Bauernstaat Deutschland ausrufen und sagen, wir machen jetzt alle nur noch Landwirtschaft, aber dann werden wir uns in der Zukunft kein Mobiltelefon mehr leisten können. Schleichend heißt hier etwas ganz anderes. Schleichend heißt, dass wir diese Art, die Mehrheit der Menschen, diese Art von Intelligenz, die jetzt in diese Umwelt kommt, überhaupt nicht wahrnehmen. Ich bin der Letzte, der jetzt also das diffamieren würde und das jetzt als die große Gefahr dämonisieren will. Im Gegenteil, diese Art, aber wir müssen uns auseinandersetzen, nicht mit irgendwelchen hochgekünstelten Science-Fiction-Szenarien, sondern wir müssen uns auseinandersetzen mit dieser Autonomisierung der Arbeitswelt. Und damit sind ganz konkrete Fragen auch verbunden, wie zum Beispiel, wie wird die Jobentwicklung in Zukunft sein? Wird dadurch Arbeitslosigkeit produziert? Werden neue Jobs kreiert? Wie werden wir damit fertig mit diesen Veränderungen der Arbeitswelt? Das sind die konkreten Fragen, über die wir uns dann auseinandersetzen müssen. Aber und zwar am besten, stopp, gut, dass Sie schon so weit auseinandersitzen, am besten bei der nächsten Veranstaltung,
die noch nicht geplant ist und wer weiß, ob sie stattfindet, aber wir haben schon 20 Minuten überzogen. Und es ist so schade, weil es eigentlich noch eine halbe Stunde weitergehen könnte, aus meiner Warte. So ist es aber nicht geplant. Das ist vielleicht auch ganz gut, um einen Cliffhanger zu haben. Das Ende ist nicht bekannt, gut für eine Dramaturgie. Und wenn Sie Lust haben, sich einen von denen abzufangen, möchte ich jetzt kurz wissen, sind Sie bereit, noch 5 Minuten hier vorne zu bleiben? Und wenn jemand eine Frage hat, dass Sie ansprechbar wären und Antwort, ja, dann bitte nutzen Sie das, schnappen Sie sich einen oder eine, und werden Sie Ihre Frage los. Ich muss mich ganz herzlich bedanken für diese tolle Diskussion, für Ihr Engagement für die Deutsche Forschungsgemeinschaft und das Deutsche Museum Bonn und den Hausherrn hier, die Bundeskunsthalle, dass wir diesen Abend realisieren konnten. Und bitte bleiben Sie uns treu, falls es doch nochmal eine solche Veranstaltung gibt. Ich war begeistert, wie viele Leute schon hier waren. Das spricht für Sie, dass Sie so treu sind. Vielen Dank dafür. Haben Sie einen schönen Abend. Okay.